Ich hab Lust, den Bach. Himmelarsch. Zwirn. Alle wollen Clown. Die Fadenblasen. Nein, weißt du, was für ein Artikel geht? Frau bläst Fahnen. An was dachte sie? Die Autos, das ist nicht normal. Das ist ein Megaverkehr. Ich dachte, du sollst eine Willi so machen. Willi so machen. Ab in dir. Weißt du, was scheiße ist? Nein. Spiegelt. Oh. Ich hab Häuser. Ich hab Häuser. Ich zittere voll. Dann hätte ich gleich das ganze Anschlagbrett nehmen können und sagen, hier für Informationen und solches. Weißt du, ich meine? Einfach das ganze Anschlag. Ich mache keine Informationen. Was? Ich mache keine Informationen. Ja, aber zum Schauen. Oh Gott, das war gut. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht glauben, dass es losgeht. Ach, scheiß Auto. Ja. Ach, schon wieder. Warte.
doch bald. Nur Scheißdreck im Kopf haben wir. Nur Scheißdreck im Kopf. Ein bisschen Blödsinn. Aber nur ein bisschen. Ja, meine Damen und Herren, da will ich sagen. Nein. Oh. Das Mikrofon fehlt. Kleine Sack. Willisau, das wunderschöne Städtchen. Viele Läden. Wunderbare Sachen. Viele feine Kaffee. Schöne Bars. Restaurant. Kebab natürlich, in jeder Stadt. Ja, das wollte ich schon sagen. Es ist schönes Wetter, die Leute hocken gerne draußen. Es ist eine freundliche Gegend. Wo sind wir hier? Beim. Ja, wo sind wir? Ah, beim Rathaus. Vor dem Rathaus. Hier ist das Café am Rhein. Scheinbar ganz beliebtes Café. Denn ja, man muss schon fast selber hier an meinem Platz stehen, um zu wissen, was so für schöne Läden. ja. Wo ist die Stadt? Wie? Nur wenn wir hinten durchlaufen. Also. Metzgerte. Wie kommst du jetzt auf Metzgerte? Da hinter uns ist eine Metzgerei. Aber die Metzgerte, das ist ein Ding. Ja, da Metzgerei. Dann. So die Hausdächerfirma, die sind auch noch zum Teil schön angemalt. Da muss alles da hängen. Das Hausdach. Willst du drüber fliegen? Dann musst du jetzt. Blödsinn. Nur weil es grün ist. Ja, ist grün. Mach was anders. Thank you.
Ein Pferd an der Hauswand. Da. Ein Pferd. Oh nein. Ein Pferd. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, ich glaube, dass du sowas gesagt hast. Was? Gar nicht glauben, dass du sowas gesagt hast. Ja. Scheiße, stehen überall Autos. Der Eiermensch. Der Eiermensch. Der gern die Tür auflässt beim Fahren. Der Eiermensch, wenn wir schon gehen. Optiker hat es auch noch, guck. Peter Optik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm mal ein bisschen weg. Weg! Also darüber. Ja. Ein bisschen weg. Das ist sauer. So, gehen wir noch zum Ungetor. Ein bisschen gestörtes Kind. Ja, ein bisschen. Das ist so schwer. Warum ein dummes Kind? Das ist lange einfach aufgekommen, aber so scheiß Hausdach. So. Ah, Mensch, wegen der Uhr. Ja. Aber ja, keine Ahnung, ich kann erst auf das Feuer reden. Ja. Es muss aber immer nicht drin sein. Sind dafür was gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, Medienleute, es freut mich, dass wir euch begrüßen hier bei uns, in Zwillisau, im Rat.
Rathaus, in diesem grossen, schönen Saal, wo schon viele Sachen erlebt hat. Alle Sachen Volkskultur gut, aber auch politisch vor allem. Es ist ein ganz denkwürdiger Saal, den wir hier brauchen. Nicht nur für die Medienorientierung, sondern vielmehr eigentlich für die Trachtenbörse, die morgen stattfindet. Und wir haben den Anlass von dieser Trachtenbörse eigentlich für uns genommen, dass wir die Gelegenheit nutzen wollen, genau 3 Monate vor dem Fest, das wir organisieren im Juni, dass wir die Medien orientieren über das, was zu Willis auch läuft. Es ist ja so, dass wir in der Lokalpresse unseren Anlass schon mal vorstellen können, im letzten Sommer. Aber weiter ist das noch nicht gedreht worden und wir sind vor allem froh, wenn wir über die Tagespresse dann ein bisschen bekannt können machen, was zu Willis auch hinten passiert in diesem Sommer. Der stellvertretende Chefredakteur von Willis auch hat mir gesagt, du darfst nicht zu viele Leute erwarten. Und ich war auf das vorbereitet, aber wir haben mindestens 3 Medien hier und vor allem in der Tagespresse hier von der LZ Frau van der Giessen. Wir haben den Vitus Ehrenbogen vom Willisauerblatt und wir haben Stelle Napf. Vor allem auch für uns wichtig, dass wir über das Medium auch nicht präsent sein können. Herzlichen Dank euch, dass ihr hier seid. Wir bestreiten unseren Teil mal so, bestreiten, wie wir das vorbereitet haben. Nicht sehr professionell, wir sind wirklich alles Laien auf dem Gebiet da vorne am Tisch, aber wir probieren euch das überzugeben, was wir eigentlich das Gefühl hätten, was wert ist, darüber zu berichten. Vielleicht vorweg die Leute, die da vorne sind, ihr seht, es sind alle vorne noch eine Beschriftung. Links aussen Rita Müller, sie ist die Vertreterin von der ITTK. Und das ist sie, weil sie kantonale Tanzleiterin ist. Dann haben wir Leo Ambühl als Präsident des organisierenden, mitorganisierenden Vereins Trachtenleute Willisau. Wir haben Hans Erni zu meiner Rechten, der das Co-Präsidium teilt mit Beatrice Frick von der Kantonalvereinigung, Luzerner Trachtenvereinigung. Und wir haben noch Sagi Limacher, die Präsidentin ist von der Trachtenkommission, Trachtenschneiderin und maßgebend eine Kraft, die eigentlich hinter dieser Börse hier aussteht. Wir haben hier hinten fast den vollzähligen Kantonalvorstand. Wir sehen, dass wir in diesem Anlass hier grosse Bedeutung beimessen. Einerseits, andererseits natürlich haben sie auch Interesse, mal diese Börse jetzt hier noch anzuschauen, die Ausstellung von diesen Trachten, die dann morgen noch verkauft werden sollten. Und wegen dem sind sie auch hier. Der Ablauf wäre so, dass wir hier jetzt unseren Teil würden bestreiten und dann nachher hier noch einen Apro nehmen könnten, für alle und uns gegenseitig noch ein bisschen austauschen, wenn noch Fragen sind. Dann könnte man die Urschweizer Trachtentag, die auch periodisch stattfindet, wegen die Urschweizer Kantone, in den verschiedenen Kantonen nachher stattfinden, mit Einladung von Gästen, unter anderem auch manchmal der Kanton Luzern oder der Kanton Zürich, nicht die anderen. Würden wir einsteigen auf unseren Teil, wo wir, ich habe vorweg genommen, dass wir das Fest ja organisieren, weil wir 2 Jubiläen feiern. Das ist das 1. Jubiläum von der Trachtenleute Willisau, 85 Jahre. Und genau gleich alt ist die kantonale Trachtenvereinigung. Die beiden Jubiläen, die haben wir dann eigentlich zum Anlass genommen, für das Fest auf die Beine zu stellen. Und die Schwierigkeit war ein bisschen am Anfang, dass wir eigentlich gar nicht recht gewusst hat, wie der Anlass müsste herkommen, also was da alles beinhaltet. Und man hat sich dann einmal zusammengesetzt im 09, so zum sich Gedanken machen in einem kleinen Kreis, vor allem mit den Trachtenleuten Willisau, was das Fest am Schluss eigentlich könnte sein. Man hat dann gesagt, wir wollen es ein bisschen grösser machen, wie nur über die Gruppe Willisau und die Kantonalvereinigung. Und ist dann auf die Idee gekommen, dass wir in dem Leben erzählen. Weil wir hier ganz nah eigentlich bei der Berner Grenze sind, hat man gefunden, dass man noch den Kanton Bern als Gastkanton in einem Napf, wo die Nächsten sind von uns, bis aber auch ins Berner Oberland, dass sich hier teilnehmende Gruppen eigentlich abzeichnen. Und nicht nur einfach eine Hölbe machen, wo man sagt, ja, mal zu uns hinten ist es hier sehr schön gewesen, ist ein gutes Fest gewesen, sondern man will, dass es ein bisschen nachhaltig wirkt. Und zu dem Zweck hat man dann wirklich auch die ITTK eingebunden. Man hat nachher
sich Gedanken gemacht, wegen neuen CD zu produzieren. Man hat das in die Wege geleitet und wir dürfen mit Stolz heute aufzeigen, dass wir gerade zwei neue CD-Produktionen können vorstellen an dem Förderungsbetrieb in dieser Trachtengruppe oder diesen Trachtenleuten will ich auch. Und dass wir doch müssen versuchen, den Aufwind, der in der Szene im Moment eigentlich herrscht, dass wir den mitnehmen können und vor allem auch für die Jungen einen rechten Bestandteil bilden hier an dem Fest. Das ist uns eigentlich gelungen. Wir haben eine sehr gute Resonanz auch bei diesen Jugendgruppen in dem Gebiet, wo wir uns hier jetzt bewegen. Und wir haben noch einen weiteren Höhepunkt, wo wir dann nachher noch hören davon. Es gibt nämlich eine neue Kantonalfahne. Und eine neue Kantonalfahne, das ist nicht etwas, wo man einfach so irgendwann beschließt und zum Boden ausstampft und nachher laufen mit dieser Nummer, sondern das ist ein Prozess. Und der Prozess hat stattgefunden und wir haben gesagt, der Prozess, den tut man ganz zielgerichtet eigentlich auf das Fest ausrichten. Und da haben wir Freude, dass auch das gelungen ist. Wir hören das nachher vom Kantonalverband, also von dieser Seite her, wo man da sich Gedanken gemacht hat. Das wäre so ein das. Als Einleitung, so der grobe Festablauf, hat man euch im Brief schon mitgeteilt. Dann hat sie in der Pressemappe noch ein bisschen mehr Detail. Wir rechnen mit einem grossen Anlass auf dem Platz, will ich sagen. Wir haben aber auch, und da dürfen wir stolz sein drauf, eine gute Infrastruktur. Das haben wir schon verschiedentlich festgestellt. Wir haben unser Festgebiet eigentlich konzentriert auf vor allem das Städtchen selber am Samstag. Plus Festhalle Areal mit der Bildung von einem Trachtendorf, wo wir dort hinten eigentlich einrichten, wo so ein bisschen das Festzentrum eigentlich sein, zusammen mit dem Städtchen, wo vor allem am Samstag eine super Kulisse wird gebildet für das Tanzfest. Das wäre so meine Einleitung. Jetzt würde ich gerne in meinen Mitbestreiter von diesem Teil hier das Wort geben und ich fange mal an, denke ich, bin Hans Erni als Co-Präsident der Luzerner Trachtenvereinigung. Ich darf bei dieser Gelegenheit noch Beatrice Frick, die eigentlich heute oben auch da wäre. Sie ist gespendet, aber sie ist mit Fieber im Bett und sie ist entschuldigt. Hans, du hast das Wort. Edwin, danke vielmals für das Wort. Ich möchte euch alle im Namen der Luzerner Trachtenvereinigung auch ganz herzlich begrüßen, vor allem auch meine Vorstandsgespendli, die noch hinter euch sitzen, plus auch Leute von Willisau, die sich schon sehr stark engagiert haben und sich ins Zeug gelegt haben, wie ich hier da sind und jetzt einfach so in der hinteren Reihe mühen oder dürfen hocken. Das soll nicht wertend sein, sondern es ist einfach aus der Konstellation heraus nicht, dass es so ist. Sie haben schon bald mehr gemacht, als ich persönlich für das Fest. Also im Hintergrund haben wir etwas da. Wie gesagt, ich bin seit kurzem Co-Präsident der Luzerner Trachtenvereinigung. Die Luzerner Trachtenvereinigung ist ja, der Name sagt schon, die Vereinigung der Luzerner Trachtengruppen. Und das sind über 50 im Kanton. Und von diesen 50 Trachtengruppen haben noch etwas über 30 Gruppen, haben sogar noch einen Chor. Also die singen auch noch und das aktiv pflegen. Dann muss ich noch eine Ergänzung machen, was Edwin vorhin gesagt hat. Du hast gesagt, es gäbe nur bei den Tanzleuten so eine Innerschweizer Tanzkommission. Das stimmt natürlich selbstverständlich, aber das ist nicht abschließend, sondern das gibt es auch noch bei der Jugend. Die Einkocke, wie wir dem sagen, die Innerschweizer Kommission, Arbeitsgruppen einteilt, eigentlich innerhalb des Vorstands. Jeder hat so ein bisschen seine Charge dort drin. Das ist einerseits fürs Tanzen, wo Rita Müller zuständig ist. Für Singen ist eine Arbeitsgruppe, der Doris Fuchs zuständig. Kind und Jugend ist Cecil, der gerade am Fotoapparat ist. Und dann auch die Trachtenkommission, noch Sagi Limacher, der rechts neben mir sitzt. Sie leiten die Arbeitsgruppe leiten, immer mit dem Ziel, in den Luzerner Trachtenleuten etwas an Weiterbildung, etwas für die Luzerner Trachtenleute zu tun, was nicht unbedingt gruppenspezifisch kann sein, sondern eben in einem grösseren Gremium innerhalb der Luzerner Vereinigung. Zusätzlich möchte ich noch sagen, sind wir natürlich auch das Bindeglied zu der Schweizerischen Trachtenvereinigung. Das gibt es ja auch noch. Es gibt jeder Kanton und jeder Hauptkanton hat eine kantonale Vereinigung und wir sind eben Luzerner dazu. Also ein bisschen, damit man das irgendwo ein bisschen einordnen kann im schweizerischen Umfeld. Wir haben ja seit dann recht herzlich begrüßen. Im Namen der Trachtenleute will ich es natürlich. Ich bin seit 6 Jahren Präsident in diesem Verein. Und ich werde vielleicht ein bisschen in die Geschichte eingehen.
Aber wie gesagt, unsere Gruppe ist am 27. gegründet worden. Also da hat es noch die Trachtengruppe Willisau Stadt hat's da geheissen. Und am 1937 hat man noch eine Trachtengruppe Willisau Land gegründet. Also sie sind hier ein bisschen gegeneinander gesehen, offenbar. Und irgendwann war es drin, dass man sich zusammentun muss, weil offenbar sind die Gruppen hier ein bisschen am Abgrund gewesen. Und dann hat man sich eben 1950 hat man sich zusammentun. Und am 1957 sind 11 Mitglieder gewesen, also recht wenig. Und um 1986 hat es bereits schon 100 Mitglieder gehabt. Also da konnte ich natürlich noch nichts dazu beitragen. Und der jetzige Stand ist noch 142 Mitglieder plus 25 bis 30 Kinder. Im 1987 hat man den Namen geändert. Seitdem heisst man Trachtenleute Willisau. Und eigentlich erst im 97 haben wir Statuten gegeben in unserem Verein. Vorher ging es offenbar ohne Statuten. Von der ITTK, sie haben ja einen grossen Teil, den sie eigentlich bestreitet an diesem Fest. Ich denke da vor allem, der Freitag oben ist eigentlich der Zentralschweizer oben, haben wir in dem gesagt, wo die ITTK grundsätzlich organisieren. Und vor allem ist es nachher auch der Samstag mit dem Tanzfest in dem Städtli. Und eine besondere Herausforderung ist, für die Choreografie zu machen, die das braucht, da für die Polonaise und das Tanzfest. Ich bin selber gespannt, wie das daherkommt. Rita, du kannst uns etwas erzählen. Ja, der Freitagabend, der 1. Juni, ist unser Zentralschweizer Abend, wo wir die neue CD5 taufen wollen. 1991 ist die erste CD entstanden mit Innerschweizer Trachtentanz. Und im Abstand von etwa 5 Jahren sind da immer weitere dazugekommen. Und eben dieses Jahr sind wir bei der 5. angelangt. Vor ca. 2 Jahren hat ein Mitglied von der Innerschweizer Kommission die, also ist mit die Idee gekommen, eigentlich wäre etwa wieder eine 5. CD noch. Und wo der Willi so gesagt hat, sie wollte das grosse Zentralschweizer Trachtenfest organisieren, hat er gefunden, das würde super dazu passen. Und Willi so hat uns auch aufgenommen und gesagt, ja, ihr dürft das machen, den Innerschweizer oben mit dieser CD-Taufe. Das ist vom Leichnam, darum hat man den Mittwoch dann noch angehängt an dem Fest. Und es ist zugleich der schweizerische Tag der Tracht. Und man hat gesagt, man will diesen Tag auch noch nutzen, an dem Fest. Und man hat sich Gedanken gemacht, was man aus diesem Tag machen könnte. Man hat sich auf einen, so einen Handwerkermarkt einmal eingelassen, um zu schauen, was so etwas würde bringen. Wir haben gemerkt, dass wir dort sehr viele Möglichkeiten hätten. Aber wir haben gesagt, wie wollen wir es dir zeigen? Es ist etwas Spezielles. Altes Handwerk war immer wieder gern. Es sind auch Handwerke, die teilweise bei den Kindern, Jugendlichen heute gar nicht mehr gekannt sind. Also gehen teilweise auch verloren. Dann haben wir die Idee gehabt, wir könnten doch unsere Schulen einbeziehen. Wir sind an die Schulleitung gelangt, die Lehrerschaft von Willisau. Und sind dort auf offene Ohren gestossen. Also die Lehrerschaft war begeistert von dieser Idee, dass wir in den Kindern, in den heutigen, die nicht mehr grosse Ahnung haben von diesen Sachen, das in Unterrichtsform, also mit einer Projektarbeit, eigentlich können, vermitteln, was das alles gegeben hat früher. Wir haben das ein bisschen müssen organisatorisch speziell lösen, indem dass wir müssen jetzt halt den Kinderteil ein bisschen reservieren. Am Ende Februar waren die schon dran, die haben angefangen mit der... Einfach was vorbeigeht. Wir tun auf dieser Route von 1,6 km Länge, tun wir gerade von allem Anfang an, von der 1 an, am Sonntag, tun wir die Umzugsnummern aufstellen. Das heisst, wenn wir irgendeine Trachtentanzgruppe haben, wo irgendwas Nummer 17 ist, irgendwo der, wo sie dann positioniert ist, hat die Möglichkeit, dort bereits in dem Publikum, das wartet, bis der Umzug losgeht, ihre Darbietungen zu machen. Wir haben verschiedene Leute, die Darbietungen werden machen, unterwegs an dem Umzug. Und diese Möglichkeit die kann man dann schon geben, bevor der Umzug eigentlich an 2 durchstartet. Das hat einen grossen Vorteil, dass wir die Besuchermasse ein bisschen verteilen können.
dass die Leute, die an dem Umzug teilnehmen, ihre Darbietungen können präsentieren können, während dem Umzug, aber auch schon vorher. Und es hat noch den grossen Vorteil, dass wir viel schneller eigentlich rum sind mit dem Umzug. Jeder sieht alles. Und von dort her haben wir wirklich eine gute Lösung gefunden. Es ist ein bisschen speziell. Es hat es, glaube ich, auch schon an einem Ort gegeben, aber da könnte man es eigentlich nicht. Wir sind gewappnet auch auf einen grossen Ansturm. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, es wäre perfekt, wenn wir etwa 40 Nummern hätten. Wir haben in der Vergangenheit an diesen Festen gespürt, dass das Bedürfnis nicht mehr an einem Ort so gross ist, für diesen Umzug mitzumachen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, es könnte ja gut sein, dass man am Schluss noch müsste gewisse Vereine auch anfragen, ob sie nicht mitlaufen würden. Und wir sind zu unserer grossen Überraschung bereits eigentlich schon mit diesen 40 Nummern eingedeckt und sind natürlich gerne bereit, auch die einen oder anderen zusätzlich noch zu nehmen, weil wir wirklich auf dieser langen Route ja gut können die auch platzieren und verteilen. Das wäre das, wenn wir im Moment etwa drinnen stehen. Wir sind gespannt, was alles noch reinkommt. Wie gesagt, wir haben den Samstag oben, der einen Wettbewerbscharakter hat, den haben wir auch ausgeschrieben. So ein bisschen mit speziellen Darbietungen. Ihr seht das auch in der Dokumentation, was wir dort erwartet haben. Und bereits dort sind wir eigentlich mit mehr Anmeldungen überhäuft worden, als wir eigentlich können erwarten. Also wir haben auch dort gespürt, auf viele Sachen will man kommen, viele Sachen will man sich zeigen. Und vor allem der Umzug jetzt, da, wo der Anmeldeschluss am letzten Tag vom Februar war, haben wir gespürt, auf viele Sachen will man kommen. Es laufen jetzt die Anmeldungen in Gruppen raus, also die Leute in der Gruppe, in dem ganzen Einzugsgebiet, können ihre Festkarten erstellen als Verein. Dann haben wir also einen Anhaltspunkt dafür, was sonst noch Teilnahme generiert, aber wir sind eigentlich sehr zuversichtlich. Ganz neu haben wir jetzt auch noch eine Gruppe aus Niederösterreich, wo dann eigentlich der Anlass sogar, wo dem schon einen internationalen Charakter eigentlich gibt, und da freuen wir uns auch drauf, dass wir eine Schulplattlergruppe aus Niederösterreich haben können, noch gewinnen, die gerne zu uns auf viele Sachen. Das sind so ein bisschen die Hauptpunkte, und ich jetzt gerne eigentlich mehr oder weniger abschließen möchte, was wir hier euch zu erzählen haben. Mir wird eigentlich an dieser Stelle jetzt hier als Hochpräsident von dem recht grossen OK noch Danke sagen. Das sind vor allem die Leute von der Kantonalvereinigung, die Leute von der ITTK und alle die Leute von der Trachtenbörse, die wir hier sehr eng miteinander haben dürfen zusammenarbeiten. Hervorragendes Einvernehmen haben. Und ihr seht, wir wollen sich überall und bis ins letzte Detail auch einheitlich geben. Darum tut man auch den OK-Präsident in der Tracht kleiden und der kommt nicht mit der Krawatte. Dass man auch sieht, der gehört auch dazu und der ist nicht irgendein einfach ein anderer. Das ist einfach noch speziell. Ich bin selber einmal irgendwie so bis zum Alter von 22 in der Trachtenszene aktiv gewesen. Und dann hat so die Jodlerei gewechselt und dann später in die Politik. Und jetzt habe ich wieder eigentlich dort, wo ich angefangen habe, geht es jetzt wieder weiter. So tut sich die Geschichte manchmal wieder wiederholen. Aber es ist eigentlich immer noch das gleiche Gefühl, wie ich es durchlebt habe, dass man einfach eine riesengroße Gemeinschaft ist in der Trachtenszene, wo alle einander helfen, wo wir unkompliziert zusammenarbeiten. Und das macht es doch interessant. Es mag es dann auch verleiden, wenn einmal etwas in die Hose geht, wenn wir nicht alles Profi sind, aber da spürt man wirklich, dass man einander unterstützt und hilft. Und das ist das Ziel, dass wir das durchtragen bis zum Fest, auch über das Fest raus. Die Nachhaltigkeit kann ich eigentlich behalten, die wir uns erhofft haben. Und damit wäre ich eigentlich am Schluss, würde gerne euch noch einmal Danke sagen, dass ihr euch interessiert habt für unseren Anlass, dass ihr darüber berichtet. Und wenn jetzt noch Fragen wären, wären wir eigentlich gerne noch da. Und sonst würden wir dann nicht verlängern und uns auch hier im Apero noch hingeben. Ja, Frau Wander. Ich habe eine Frage, und zwar Teilnehmer, wie viele sind das insgesamt? Trachtenleute, die am Samstag hier... Nein. Mhm. OK-Präsident vom Zentralschweizerischen Trachtenfest. Ja. Edwin, da haben wir den Edwin Hauer, er ist OK-Präsident vom Zentralschweizerischen Trachtenfest, das in Willisau stattfindet. Erwin Heller, was ist der Grund für das Fest? Der Grund für dem Fest ist eigentlich, dass wir zwei Jubiläen feiern. Zwei Jubiläen, die eigentlich genau
gleich alt, also zwei Vereine, die genau gleich alt sind. Nämlich zum einen unsere Trachtenleute Wilisau, der grösste Trachtenverein im Kanton mit über 140 Mitgliedern. Und zum anderen die kantonale Vereinigung, die Vereinigung von allen Trachtengruppen vom Kanton. Die beiden Organisationen, Trachtenleute Wilisau und die Trachtenvereinigung, werden 85 Jahre alt. Wie sind die Vereine eingebunden? Wie sind die kantonal organisiert? Es ist eben so, dass die Vereine eigentlich in dieser kantonalen Vereinigung zusammengebunden sind. Dort ist vor allem die Aufgabe dieser kantonalen Vereinigung, dass wir das Kurswesen dort organisieren. Wir dort Trachten-Tanzkurs organisieren. Wir dort Singtage organisieren. Es gibt auch Singfest. Es gibt auch Chorfest, wo wir mit Bewertungen dort arbeiten. Das läuft eigentlich alles über die kantonale Vereinigung ab. Wie ist mir jetzt an die Planung von dem Fest gegangen? Ja, die Planung ist etwas speziell verlaufen, indem das Trachtenleute Wilisau etwa im Herbst 2009 sich Gedanken gemacht haben, wie sie ihr Jubiläum feiern wollen, im 12. Und zu dem Zweck hat man sich einmal zusammengesetzt und hat mich einmal gefragt, ob ich allenfalls, wenn man dann würde, ein grösseres Fest machen, auch ein OK helfen zusammenstellen und das OK auch präsidieren. Ich habe gesagt, ich würde das gerne machen. Wir haben sich Gedanken gemacht, was wir an diesem Fest alles bieten. Und in dieser Zeit, in der man sich hier zusammengesetzt hat, ist man auch dazu gekommen, dass wir das Jubiläum gemeinsam feiern mit der Luzerner Vereinigung, die ja genau gleich alt ist. Und dann hat man das angefangen zu koordinieren und hat es auch eigentlich im Jänner 2010 konkret zusammenstellen mit allen diesen Vertretungen von der Luzerner Vereinigung, aber auch von den Trachtenleuten, vor allem aus dem Vorstand von den Trachtenleuten, aber auch aus den Gruppen selber. Das ist gerade so eine Anschlussfrage. Wer ist denn eigentlich eingeladen? Wer kann kommen? Kommen können eigentlich alle die Trachtenvereine in dem Gebiet von der ganzen Zentralschweiz. Das sind die drei Urkantone plus Zug und Luzern. Und dann ist noch etwas speziell, weil wir hier in Wilisau so noch an der Grenze sind zum Kanton Bern. Und auch sehr gut zusammenarbeitet mit diesen Gruppen vom Oberaargau und vom Emmental, hat man gefunden, wir wollen den Kanton Bern noch als Gastkanton einladen. Und alle diese Gruppen können an diesem Fest teilnehmen, irgendeiner Form, entweder nur als Besucher oder auch als Gruppe, die irgendwie einen Auftritt dort machen bei uns. Wie viele Gruppen sind das? Wie viele Besucher, wie viele Leute erwarten ihr? Es ist noch schwierig, wir haben uns Gedanken gemacht, wie viel das sein könnte. Also wir rechnen im Moment etwa mit 20'000 Besuchern. Es könnte durchaus aber auch einiges mehr sein. Noch. Das könnte 5'000 bis 10'000 mehr sein, wenn man einen super Sonntag verwünscht an diesem Umzug. Wie man es vieles auch schon erlebt hat, an einem Jodlerfest im Jahr 1979, wo man wirklich überrennt worden ist von Zuschauerinnen und Zuschauern. Und wenn so etwas eintrifft, dann könnte es gut und gerne ein paar Tausend mehr sein. Und Gruppen, die mitmachen, wie viele aktive Leute, also das Fest gestalten? Also wir rechnen insgesamt etwa mit 1500 Leuten, die hier das Fest häufig gestalten. Davon sind etwa 1200 am Samstag hier und der Rest wäre dann eigentlich am Freitag oben. Plus Samstag oben. Der Samstagnachmittag mit dem Tanzfest im Städtli, das ist ein bisschen die Spezialität der Luzerner, wo eigentlich ja wirklich einen Haufen Leute Platz haben. Ich glaube, wir müssen mal unterbrechen. Dani, schaffst du es? Wie will man das erreichen, ein nachhaltiges Fest? Ein nachhaltiges Fest wollen wir erreichen, indem wir nicht nur ein Fest sind, das einfach ja, eine grosse Festerei stattfindet, sondern dass man irgendetwas hat, wo man sich nachher zu Wilisau wieder daran erinnert. Im Gebiet von den Leuten, die wir einladen, aber auch am Platz selber. Das heisst, wir haben uns Gedanken gemacht, wie das man das könnte machen könnte. Man hat sich zusammengetan mit der Innerschweizer Trachtentanzkommission, die über diese Kantone organisiert ist. Und daraus ist entstanden, dass wir zwei neue CD-Produktionen eigentlich hier präsentieren können. CD für Kind und Jugend, da sind wir vor allem stolz drauf, aber auch eine CD für Erwachsene. Und das andere ist, und das ist wahrscheinlich ein bisschen der Höhepunkt auch von dem ganzen Fest, dass man die Kantonalvereinigung, die 85 Jahre alt wird und immer noch die erste Fahne eigentlich hat, dass es dort eine neue Fahne gibt. Und die Fahnenweiche findet zu Wilisau an dem Jubiläum statt. Und ich glaube, das ist etwas sehr Nachhaltiges. Über Generationen denke ich jetzt nachher wieder. Das ist der Höhepunkt, die Fahnenweiche. Und
Wenn man jetzt aber das ganze Fest anschaut, was habt ihr so für Programmpunkte? Wann fängt es an? Anfängt das eigentlich am Freitag oben. Das heisst, dort ist der Innerschweizer oben, wo die CD getauft wird, die ich schon gesagt habe. Innerschweizer Trachten tanzt das Nummer 5. Dazu tun alle die Musikformationen, auf der CD zu hören sind, hier spielen. Dazu hat es aus allen Innerschweizer Kantonen Gruppen, die bereits Tänze aufführen, die auf dieser CD getroffen sind. Das ist das zum Freitag. Am Samstag haben wir den Start am 11 Uhr mit dem eigentlichen Vorbereitungsfest hier auf einen Nachmittag, wo verschiedene Gruppen sich auf einer freien Bühne oder auf freien Bühnen können zeigen. Und am Nachmittag ist das grosse Tanzfest, wo man dann wirklich etwa 1200 Leute, Trachtenleute mit Kind und Erwachsenen, alles bunt gemischt, gruppenweise teilweise, kantonsweise teilweise. Das ist eine ganz spezielle Sache. Da gibt es eine Choreografie für eine Polonaise, die im Städtli stattfindet. Also das muss man sicher gesehen haben. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn noch niemand ein Trachtenfest gesehen hat. Dann gibt es ja auch noch den Mittwoch. Der Mittwoch ist insofern auch noch wieder etwas speziell, dass wir dort einen Handwerkermarkt zeigen. Und zu diesem Zweck haben wir uns organisiert mit den Schulen von Willisau. Wir haben mit den Schulleitungen mal Kontakt aufgenommen und haben geschaut, ob das ein Bedürfnis wäre, in den heutigen Kindern, die vom alten Handwerk nicht mehr grosse Ahnung haben, das alte Handwerk zu zeigen. Wir hatten dort sehr gute Echo von der Lehrerschaft und wir finden das heute eine super Idee und tun das im Rahmen von einer Projektarbeit in diesen Kindern eigentlich zeigen in Unterrichtsform am Mittwochvormittag und am Mittwochnachmittag ist der Markt dann öffentlich und am Abend als Abschluss quasi der Märttanz mit einer Show-Einlage von Ersti Dritten, die dann das Festladen ausklingen gegen Frau und Leichnam vom Donnerstagmorgen. Und jetzt noch ganz kurz zum Sonntag. Was ist am Sonntag geplant? Sonntag ist, wie ich schon gesagt habe, die Trachtenweiche, die Fahnenweiche, wo wir jetzt die neue Fahne weichen. Dann ist es so, dass wir am Sonntag auch den eigentlich Tag oder den Anlass nennt, für unsere Sponsoren einzuladen und den Sponsorenapero mit dem Bankett nachher durchzuführen. Plus nachher einen auch von den Höhepunkten sicher, vor allem der Publikumsmagnet, gehen wir mal davon aus, der grosse Festumzug am Nachmittag. Und am Morgen, am Abend? Am Morgen mit den Kindern. Das ist der Morgen, ja, die Fahrt. Edwin Heller, und die persönliche Motivation, was haben Sie selber mit den Trachten am Hut, sprichwörtlich am Hut? Ja. Also heute eigentlich nicht mehr direkt viel am Hut mit den Trachten, aber ich bin ja mal zu Jugendzeiten in so einer Trachtengruppe dabei gewesen. Ich habe diese Zeit eigentlich auch sehr schön empfunden, vor allem die Unkompliziertheit und die Kameradschaft in dieser Szene. Und irgendwie hat man sich dann eben auch wieder erinnert bei den Trachtenleuten Willisau, dass ich dann einmal in dieser Szene ein bisschen tätig war. Und man hat mich dann natürlich vor allem aber auch als Stadtratsmitglied, der ja solche Aufgaben halt ein oder andere eben auch muss übernehmen muss, dann angefragt. Und ich habe das eigentlich insofern sehr gerne gemacht, weil ich vor allem begeistert bin von dieser Jugend. Förderung von der Jugendszene, die wir zuerst bei den Trachtenleuten haben, das ist schweizweit sicher einmalig, die Jugendförderung. Und für mich war eigentlich das Hauptargument für die Jungen in der heutigen Zeit, wo die Volksmusik und das Volksbrauchtum wieder ein bisschen im Aufwind ist, für die Jungen etwas helfen zu organisieren. Das war meine Motivation. Danke vielmals. Gut, mal haben wir etwas. Da haben wir den Hans Erni von. Ja, ist gut. Hast du da die neue? Nur da ist. Wenn wir kommen. Okay. Hans Erni von Buddisalz, auch der hat mit den Trachten sprichwörtlich viel am Hut. Vorher haben wir überlegt, wie wir das Interview machen soll, mit oder ohne Hut. Mit Hut ist gut. Wir sind ja Co-Präsident von der Luzerner Trachtenvereinigung. Wie viele Vereine gibt es im Kanton Luzern? Also Trachtengruppen im Kanton Luzern gibt es etwas über 50, Tendenz eher ein bisschen abnehmend, weil es gibt einfach Gruppen, die vor allem in der Stadtnähe ein bisschen Mühe haben mit den Mitgliederzahlen. Und deshalb haben wir auch mehr spüren, dass es ein bisschen rückläufige Mitgliederzahlen gibt. Wie sind ihr jetzt organisiert im Kanton Luzern?
bei der Luzerner Trachtenvereinigung. Wir sind der Zusammenschluss von diesen über 50 Gruppen. Wir sind organisiert eigentlich wie ein Verein. Wir sind ein Verein. Und innerhalb von dem Verein haben wir einen Vorstand, ganz einen klassischen Vorstand, mit dem Präsidium, mit Aktuar, mit Kassier und mit, was vielleicht ein bisschen speziell ist, mit Ressortleiter. Was gibt es da für Ressortleiter? Ja, die Ressortleiter sind abgeleitet eigentlich aus unseren Aufgaben, die wir haben, respektive aus der Zusammensetzung heraus. Das ist ein Ressort ist Tanzen, ein anderes Ressort ist Singen, ein drittes Ressort ist Kind und Jugend. Und das vierte Ressort ist noch, weil wir ja Trachtenträger sind, auch die Arbeitsgruppe Trachtenkommission, eigentlich, wo für das Trachten zuständig ist, dass die richtig und sauber getragen werden. Und schweizweit, wie sind wir da verknüpft? Wir sind ja, wie gesagt, die Luzerner Trachtenvereinigung. Es gibt ja auch eine schweizerische Trachtenvereinigung, wobei wir Mitglied sind dort. Jedes Mitglied, das in einer Ortsgruppe ist, ist über die Ortsgruppe, über kantonale Vereinigung und dann zu der schweizerischen Trachtenvereinigung verknüpft und so auch organisiert, wo Meldungen nach oben und nach unten so fliessen können. Jetzt einer der Höhepunkte des Festes Berlin, nicht gar sogar der Höhepunkt, ist die Weihung der neuen Fahnen. Wie sind ihr jetzt an das hingegangen? Ja, wir haben uns im Vorfeld überlegt, das Bedürfnis der neuen Fahne ist so zustande gekommen, dass man gesagt hat, die alte Fahne ist einfach ein bisschen mitgenommen. Sie ist nicht mehr ganz schön weiss. Es hat einmal eine Revision gebraucht, wie man sieht. Wobei bei einer Fahne ist das nicht ganz einfach natürlich. Und andererseits hat man das Gefühl gehabt, die alte Fahne ist ja seit 87 dreht man die bei uns voran. Und man hat das Gefühl gehabt, so nach 25 Jahren wäre es ja wahrscheinlich nicht abwegig, auch einmal etwas Neues zu denken. Und durch das, was Willi so das Fest so organisiert, ist das, haben wir uns das zum Anlass genommen und eigentlich gesagt, das ist doch unser Zeitpunkt, genau dort, wenn wir unsere neue Fahne präsentieren dann auch und haben für das, dass die Fahne zustande gekommen ist, eine Arbeitsgruppe gegründet im Vergangenheit und die Arbeitsgruppe hat Schritt für Schritt eigentlich sich an das Projekt hingewagt und nach ist die neue Fahne so entstanden mit den Ideen von den Leuten, die dort mitgearbeitet haben. Ja. Und kurz zu den Einweihungen, wie findet das statt? Wie? Entschuldigung, die Einweihung, ja. In welchem Rahmen dass das denn stattfindet? Ja, die Einweihung, findet an dem Sonntag, am 3. Juni, am Festgottesdienst statt. Dort haben wir am 9. vor dem Festgottesdienst da, wo die neue Fahne noch eingetragen wird. Voraus geht dort natürlich noch die alte Fahne, aber die neue Fahne wird uns eigentlich als Geschenk gebracht. So viel darf ich da glaube ich, sicher verraten. Und mit einem würdigen Einweiheakt wird man die nachher einsegnen dort. Und wenn der Festgottesdienst vorbei ist, kommt man dort nachher mit den neuen Fahnen als erstes zu den Kirchen ausgehen, auf den Augenblick freuen wir uns natürlich im ganzen Kanton ganz speziell. Danke vielmals. Haben wir noch spezielle Fragen? Ja. Wie viele Mitglieder gibt es im Kanton Luzern? Die Luzerner Trachtenvereinigung hat etwa 1750 Mitglieder gegenwärtig. Und wie gesagt schon, das sind etwa gut 50 Gruppen. Wobei ganz speziell daran ist sicher die Gruppe Willisau. Das ist unsere die grösste Gruppe, also unsere von der Luzerner Trachtenvereinigung aus, mit weit über 100 Mitgliedern. Das ist schon ein bisschen speziell da. Es klingt ihnen auch sehr gut, in der Nachwuchsförderung etwas zu machen dort. Und es ist nicht umsonst, dass das Fest auf Willisau gekommen ist. Das sind aktive, ganz aktive Leute, die sich wirklich auch beteiligen und immer dabei sind. Also an denen haben wir wirklich sehr Freude. Ja, das ist ihnen ihr Privileg, eigentlich, so etwas zu organisieren. Und andererseits, dass wir hier für unseren Geburtstag mitfeiern dürfen, und finden wir uns ganz speziell hier dabei. Danke vielmals. Gut. So weit hätten wir es. Ja. Haben Sie noch etwas gerade im Hinterkopf? Die Frage, wer führt durch den Abend zum Beispiel? Ja, genau. Was passiert im Städtli? Ich glaube, da irgendwie. Ja, was dort? Genau, ja. Ist das das, was ihr gesagt habt, was im Städtli passiert? Ich habe mir eben das Stichwort aufgeschrieben. Also, ich weiß nicht, ich kann Ihnen auch ein Programm geben. Ja, ja, aber wissen Sie, ich kann das Programm einblenden. Also das am Samstag Nachmittag? Mhm. Also, führt durch den Abend. Was ist auf der CD drauf? Vielleicht ist auch so eine Frage, was passiert im Städtli? Und einfach eure Funktion, was eure Funktion als kantonale Tanzleiterin ist.
ist gut. Ja. Ja, nein, aber ich kann das nicht so gerne. Nein, kein Problem. Daheim kommt mir ja alles Sinn, was ich erzählt habe. Du kannst es noch ein bisschen überlegen. Du kannst es schon noch ein bisschen überlegen, was du sagen möchtest. Welche Funktion im Fest zu der CD, das sind so etwa die Bereiche, die dir jetzt vorgestellt haben, oder? Ja. Vor dem Fest. Von Sempach Station. Ja. Bin ich heute. Okay. Dann stellt man alles ganz genau ein, wegen der Schärfe. Das ist gut. Hier haben wir die Rita Müller, kantonale Tanzleiterin. Tanzleiterin, ja? Okay. Ich kann es eigentlich nicht lesen. Da haben wir Rita Müller, kantonale Tanzleiterin von Sempach Station im Sendegebiet von Telenab. Früher Lauteren, noch näher dran. Was ist jetzt genau eure Funktion? Als Kantonaltanzleiterin bin ich, an diesem Fest in der ITTK integriert, in der Innerschweizer Kommission. Also alle kantonalen Tanzleiter schließen sich zusammen zu der Innerschweizer Kommission. Und dort haben wir die Aufgabe, den Zentralschweizer oben am Freitag oben vorzubereiten und auch das Tanzfest am Samstag Nachmittag. Jetzt gibt es ja speziell gibt's zwei CD-Taufen, die da durchführen. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist auf diesen CDs drauf? Also die Erwachsenen-CD, das ist bereits die fünfte Innerschweizer CD von Trachtentanz. Dort drauf sind 22 Stück Musik von fünf verschiedenen Formationen aus der Innerschweiz. Aus dem Kanton Luzern ist das Trachtenmusik Rausmu, die drauf spielen darf. Das sind Musikstücke, die man nachher an der Probe dazu kann Choreografien einüben und die Tänze ja, einüben zu diesen Musikstücken. Genau das Gleiche ist bei der Kinder-CD. Auch dort drauf sind mit fünf verschiedenen Formationen Musik drauf, die man dann nachher auch brauchen zum Einüben für die Choreografien. Wie muss man sich das vorstellen, so eine CD? Sind da Tanzschritte irgendwie aufgeführt auf einem Beiblatt oder wie sieht das aus? Das ist ja nur Musik, oder? Das ist nur Musik auf der CD, genau. Aber dazu gibt es Tanzbeschreibungen. Zu jedem Tanz gibt es eine Tanzbeschreibung. Man nennt das eine Choreografie. Und dort sind die Schritte drauf mit den Zeichen und dem Text, dass man das nachher alle Gruppen einigermaßen gleich machen, genau. Wäre das nicht eine Idee, wenn ihr so ein Video machen würdet? Wäre ja viel einfacher, könnte man es anschauen. Ja, das gibt es manchmal, dass man an Kurs das auf Video aufnehmen. Also das ist meistens persönlich. Und die Diskussion ist natürlich schon, dass man das auch im grösseren Rahmen auf Video machen und auf Video aufnehmen. Mhm. Jetzt habt ihr ja noch einen speziellen Abend. Wer führt da durch? Ein paar Worte noch dazu. Ja, das ist der Freitagabend, unsere CD-Taufe. Durch den Abend führt der Sammy Studer, bekannt aus dem Radio. Die CD taufen wir dort. Wir zeigen dort den Tanz davon zeigen, aufführen. Mit verschiedenen Kantonalgruppen. Also jeder Innerschweizer Kanton kommt mit einer Kantonalgruppe an diesem Abend und dort seine Tänze aufführen. Also natürlich zeigen wir nicht alle. Es soll auch noch ein bisschen ein Geheimnis sein, aber einen Teil davon zeigen wir zeigen an diesem Freitagabend. Recht herzlichen Dank. Ist gut. Leo, von wo sind ihr jetzt? Von Willisau. Von Willisau selber, ja. Nicht im ersten Quartier. Gegen den Stock in Brenner. Dort bin ich aufgewachsen. Ah ja. Also der Flur. So. Ja. Perfekt. Aber du kannst ein bisschen mehr Distanz noch. Was mehr? Ich habe ja Distanz. Ja, hast du ein bisschen mehr, dass wir noch ein bisschen hindern. Das kann ich noch mehr. Ah ja, ist gut, ja. Oder einfach sein. Jawohl, genau. Also, wolltest du drauf sein? Nein, ich wollte nicht drauf sein, wie immer. Also warte mal, machen wir es geschwind. Schlecht, ja. Wie immer. Okay, gut. Hier neben mir ist der Leo Ambio, einer der ganz wesentlichen Leute an diesem Fest. Von den Trachtenleuten Willisau. Und ihr habt auch eine herausragende Stellung. Trachtenleute Willisau haben wir gerade vorhin gehört vom Hans Erni. Hans Erni heisst er. Was ist das?
gut. Da neben mir ist der Leo Ambiel von Willisau. Der hat ja gerade Da neben mir ist der Leo Ambiel von Willisau. Der hat eine herausragende Stellung an diesem Fest. Und natürlich auch Trachtenleute Willisau haben eine herausragende Stellung, wie wir vorher von Hans Erni gehört haben. Könnt ihr euch kurz vorstellen, den Verein? Also wie gesagt, ich bin der Leo Ambiel seit 1982 in der Tanzgruppe. Und bis jetzt 6 Jahre Präsident. Vorher war ich Rechnungsrevisor. Und ich habe mich richtig gefreut, dass ich das Präsidentenamt ausführen darf. So mit einer starken Gruppe am Rücken. Das macht mir richtig Spass. Es ist aber auch eine Herausforderung, das muss ich auch sagen. Weil da muss man eigentlich Alltag immer dran sein. Ein bisschen kurz zu der Geschichte. Wie lange gibt es eigentlich einen Verein der Trachtenleute Willisau? Also der Verein ist gegründet worden am 1927. Und der ist dort in den 30er, 40er Jahren ein schweres Jahr gehabt, also fast zum Fall gewesen. Und da muss man noch sagen, es hat eine Trachtengruppe Willisau Stadt gegeben und eine Willisau Land. Und in den Krisenjahren hat man sich zusammengetan, hat man einfach eine Trachtengruppe gehabt. Und da ab so 1960 hat sie den Aufwind bekommen. Und ich darf sagen, heute haben wir eine stolze Zahl von 142 aktive Mitglieder. Wie der Hans Erni schon gesagt hat, der grösste Verein im Kanton Luzern. Jawohl, und da bin ich natürlich sehr stolz darauf, dass wir das sein dürfen. Ja. Wie macht ihr das, dass ihr genügend Mitglieder habt? Ja, das ist einerseits die Nachwuchsförderung und andererseits muss man halt immer dem Vorstand den Leuten sagen, bringe die Leute, ihr könnt Kolleginnen, ihr habt eine Haufen Kollegen, tönt die anspornen zum Mitmachen. Ihr müsst euch nicht zurückschrecken, wenn ihr Tracht an habt. Das ist ein Volksgut und dem müsst ihr stehen und darf ich auch dazu stehen. Fest haben wir kein Motto. Nein, aber vorher haben wir gesagt, euch das persönliche Motto irgendwie. Aha. Unsere Aufgabe ist Freude. Also unsere Aufgabe, das tun wir schon sehr hoch gewichten, Freude in den Herzen von anderen Leuten schenken. Recht herzlichen Dank. Haben wir noch etwas vergessen? Der Verein der Trachtenleute Willisau, wie ist der organisiert? Also wir sind das dritte im Vorstand, also wir haben also nur eine Kasse, eine Aktuarin und einen Präsident. Und dann haben wir 6 Untergruppen. Da ist mal die Kindertanzgruppe, die Jugendgruppe, die Erwachsenengruppe, die Dürrgalli-Gruppe, der Singchor und der Trachtenstamm. Und jede Gruppe hat einen Chef oder eine Chefin und die tut man etwa im Jahr zweimal durch den Vorstand die zusammennehmen. Und dann werden die Geschäfte ausgehandelt. Der Trachtenstamm, hat er vorher gesagt, der ist neu. Was hat er für eine Aufgabe? Der ist neu, den haben wir gegründet in 2000. Das sind Mitglieder, die eigentlich in diesen Gruppen nicht mehr aktiv mitmachen wollen. Aber dass sie die Fäden nicht verlieren zum Verein, hat man gesagt, kommen die wenigstens auch ein paar Monate zusammen, tun etwas unternehmen, zum Beispiel jassen oder wandern oder schauen etwas an. Und jetzt hat er sich so entwickelt, dass sie bei sämtlichen Festen, wie jetzt auch dem grossen Fest, der kommt, dass sie für die Dekoration zuständig sind. Und das tut unseren Verein selber sehr entlastet, dass wir diesen Leuten haben dürfen. Da sind wir sehr dankbar. Danke vielmals. Ja. Haben wir nicht so weit? Oder haben wir noch etwas mit Ihnen? Dann, jetzt muss ich ein bisschen spontan sein. Ja, wir können es aus der Hand machen. Ja. Jawohl. Ich gehe mir jetzt da noch ein bisschen rein. Warte, jetzt kann ich da schnell automatisch sagen. Trachtenkommission. Ja. Ist gut. Also du möchtest schnell sagen, ja. Was das ist. Ich tue da noch ein bisschen durchlaufen. Und, ja. Jetzt ist es mal auf eins beide. Ja. So. Ich muss immer machen, was er sagt. Das muss er gut überkommen. Das ist gut. Ja. Von Ashley's Matt. Ich bin in der Trachtengruppe Ashley's Matt. Bin ich seit über 50 Jahren dabei. Ja, schön war, ne? Ja. Da haben wir Dagi Limacher von der Trachtengruppe Ashley's Matt. Was ist euch ein Resümee? Wir sind da ganz viele schöne Trachten. Jawohl.
Das sind wunderbare Stücke eingekommen jetzt bei dieser Börse. Wir sind sehr froh. Und wir haben Sonntagstrachten, Werktagstrachten, Festtagstrachten. Es hat vom also wir haben nur Trachten angenommen vom Kanton Luzern. Das war die Voraussetzung. Da sind ganz komplett mit Hauben, mit Hut. Andere fehlen vielleicht Teile, aber das haben wir alles aufgelistet. Das ist alles genau aufgelistet, was da ist. Wieso führt man jetzt so eine Trachtenbörse durch? Und wieso gerade im Vorfeld? Weil es ein Bedürfnis ist, weil viele wollen ihre Trachten verkaufen. Manchmal sind es Erbstücke und andere wollen etwas Günstiges kaufen. Und darum haben wir die Börse seit 7 Jahren ist keine mehr gesehen. Und jetzt haben wir einfach gefunden, jetzt ist der Zeitpunkt. Und im Vorfeld von diesem Fest ist es eine gute Gelegenheit. Dass man sich noch ein bisschen eindecken kann. Wenn man jetzt so gerade schaut im Hintergrund, was ist jetzt das zum Beispiel für eine Tracht? Das ist eine Luzerner Sonntagstracht mit den Trevira-Blusen, also etwas schon Neues. Die Seidenscheiben. Die Stickerei ist auch sehr schön. Die Fischü ist auch ganz gut. Und wir haben wirklich Trachten angenommen, die super und ganz sind. Ja, das war die Voraussetzung. Wirklich. Und dann gehört da zum Beispiel ist der Hut dabei. Das ist alles genau aufgelistet. Jedes Teil, dass es kein Knusch gibt. Jede Kundin hat eine Nummer bekommen. Und die Nummer ist bei jedem Einzelstück auch drauf. Ja. Wenn jetzt jemand möchte neu einsteigen möchte, so in einen Trachtenverein, und jetzt da möchte ich schauen, an der Börse, wie viel muss man berechnen? Wie teuer ist so eine Tracht? Das ist ganz verschieden. Die sind geschätzt worden von unseren Trachtenschneiderinnen. Die hier zum Beispiel ist jetzt 500 Franken. Eine neue würde etwa 4'000 kosten. Komplett. Mit Schuhen, mit Socken. Einfach komplett. Und die ist jetzt 500. Das ist ein Schnäppchen. Und dann haben wir auch Bülgeri, zum Beispiel 200 Franken, je nachdem, ja. Also es hat sehr, sehr manches super Schnäppli dabei, bei diesen Trachten. Wie viel habt ihr jetzt da insgesamt, wie viel habt ihr etwa bekommen? Es sind etwa 190 Stück vollständige Trachten. Habt ihr mit so viel etwa gerechnet? Nein, nie. Es sind etwa 130 angemeldet gewesen, aber es sind Frauen gekommen, die haben 4-5 Trachten dabei gehabt. Und darum hat es sich so angehäuft, von der Menge her. Ja, wir haben nie damit gerechnet. Überkommen ist ein, das muss man sie natürlich dann auch noch verkaufen, das ist ja dann eigentlich das Ziel. Wie sieht das aus? Wir hoffen, wir haben sehr viele Anfragen. Jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich ist es so ein bisschen aktuell gewesen von einer Börse. Da hat man die Adressen gesammelt und die Leute vertröstet. Es gibt einmal eine Börse und dann können sie die kaufen. Und wir hoffen jetzt, dass diese Leute morgen da sind. Und wenn jetzt jemand nicht da sein kann, weil es vielleicht noch später das erst sieht, was gibt es da für Möglichkeiten, dass man zu den Trachten kommt? Es gibt Möglichkeiten, da werde ich wieder manches Telefon bekommen. Ich habe heute schon bekommen von Leuten, die ein Fischchen suchen, zum Beispiel ein Gestricknis und ein Filochiertes. Sie wollen sie kaufen, aber sie können morgen nicht da sein. Dann habe ich den Auftrag, ihnen morgen am während der Börse oder nach der Börse, was übrig bleibt, sondern die beiden Fische zu besorgen. Und wenn man jetzt euch anschaut, was habt ihr für eine Tracht? Ich habe die Entlebucher Festtagstracht, Oberamt. Ja. Und die ist im 1933 ist die kreiert worden. Ja. Danke vielmals. Also die ist angegliedert eigentlich an die Luzerner Festtagstracht. Mit dem Plissenschip. Und mit den grünen und roten Borden, das. Mit den grünen und roten Borden, das ist am Tentlebuch. Drum. Und das Stickerei, die Scheibe. Die Scheibe ist der Unterschied, die ist in Falten geglättet bei den Entlebuchern. Bei den Luzerner ist sie glatt. Ja. Okay. Gut, wenn die Festungstrachten hinten hat es auch noch. Oder das sind jetzt die Sonntagstrachten, die haben wir jetzt hier schon beschrieben. Ja, ja. Wir brauchen nur ein bisschen zum Dreischneiden. Das machen wir nicht, in der Frau ein Viertel. Ja, aber das gehört. Wunderschön. Gut, ist gut. Machen wir da. Das
Also, das sind die verschiedenen Röcke, die man sieht, die Streifen, die sie haben, das sind die Borden. Am Zursi hat zum Beispiel die Farbe rot, blau, weiß, rot. Am Hochdorf hat zum Beispiel rot, blau, gelb, blau, rot. Das sind die Unterschiede, das wie das Zentlerbuch eben rot-grün hat. Das ist auch wieder so eine. Das ist eine ganz spezielle, die ist von Willisau. Das ist mit dem orangen, breiten Bord, wo auch das Oberteil diesen Farbton drin hat. Das ist wieder etwas ganz Spezielles. Warum kommt das von Willisau, die Farbe? Gute Frage. Das ist jetzt eine wirklich gute Frage. Aber das wird irgendwie mit dem Wappen oder mit irgendetwas wird das zu tun. Ja, keine Ahnung, ich kann erst auf das Frame reden. Ja. Es muss aber immer nicht drin sein. Schickt dafür wer Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, Medienleute, es freut mich, dass wir euch begrüßen hier bei uns in Willisau im Rathaus, in diesem grossen, schönen Saal, der schon viele Sachen erlebt hat. Alle Sachen Volkskultur gut, aber auch politisch vor allem. Es ist ein ganz denkwürdiger Saal, den wir hier brauchen dürfen. Nicht nur für die Medienorientierung, sondern vielmehr eigentlich für die Trachtenbörse, die morgen stattfindet. Und wir haben den Anlass von dieser Trachtenbörse eigentlich für uns genommen, dass wir die Gelegenheit nutzen möchten, genau 3 Monate vor dem Fest, das wir organisieren im Juni, dass wir die Medien orientieren über das, was zu Willisau läuft. Es ist ja so, dass wir in der Lokalpresse unseren Anlass schon mal vorstellen können, im letzten Sommer. Aber weiter ist das noch nicht gedreht worden und wir sind vor allem froh, wenn wir über die Tagespresse dann ein bisschen bekannt können machen, was zu Willisau passiert in diesem Sommer. Der stellvertretende Chefredakteur von Willisau hat mir gesagt, du darfst nicht zu viele Leute erwarten. Und ich war auf das vorbereitet, aber wir haben mindestens 3 Medien hier und vor allem in der Tagespresse hier von der LZ Frau van der Giessen. Wir haben Vito Seerenwagen vom Willisauerbad und wir haben das Tele Napf. Vor allem auch für uns wichtig, dass wir über das Medium auch nicht präsent sein können. Herzlichen Dank euch, dass ihr hier seid. Wir bestreiten unseren Teil mal so, bestreiten, wie wir das vorbereitet haben. Nicht sehr professionell, wir sind wirklich alles Laien auf dem Gebiet da vorne am Tisch, aber wir versuchen euch das überzugeben, was wir eigentlich das Gefühl hätten, was es wert ist, darüber zu berichten. Vielleicht vorweg die Leute, die da vorne sind. Ihr seht, es haben alle vorne noch eine Beschriftung. Links aussen Rita Müller, sie ist die Vertreterin von der ITTK. Und das ist sie, weil sie kantonale Tanzleiterin ist. Dann haben wir den Leo Ambühl als Präsident des organisierenden, mitorganisierenden Vereins Trachtenleute Willisau.
Wir haben den Hans Erni zu meiner Rechten, der das Co-Präsidium teilt mit der Beatrice Frick von der Kantonalvereinigung, Luzerner Trachtenvereinigung. Und wir haben noch Sagi Limacher, die Präsidentin ist von der Trachtenkommission, Trachtenschneiderin und massgebend eine Kraft, die eigentlich hinter dieser Börse hier steht. Wir haben hier hinten fast den vollzähligen Kantonalvorstand. Wir sehen, dass wir in diesem Anlass hier grosse Bedeutung beimessen. Einerseits, andererseits natürlich haben sie auch Interesse, mal diese Börse jetzt hier noch anzuschauen, die Ausstellung von diesen Trachten, die dann morgen noch verkauft werden sollten. Und wegen dem sind sie auch hier. Der Ablauf wäre so, dass wir hier jetzt unseren Teil würden bestreiten und dann nachher hier noch einen Apero nehmen könnten, für alle und uns gegenseitig noch ein bisschen austauschen, wenn noch Fragen sind. Dann könnte man die Urschweizer Trachtentag, der auch periodisch stattfindet, wegen der Urschweizer Kantone, in den verschiedenen Kantonen nachher stattfinden, mit Einladung von Gästen, unter anderem auch manchmal der Kanton Luzern oder der Kanton Zürich, nicht die anderen. Dann würden wir einsteigen auf unseren Teil, wo wir, ich habe vorweg genommen, dass wir das Fest ja organisieren, weil wir zwei Jubiläen feiern. Das ist das eine Jubiläum von der Trachtenlund-Wirisau, 85 Jahre. Und genau gleich alt ist die kantonale Trachtenvereinigung. Die beiden Jubiläen, die haben wir dann eigentlich zum Anlass genommen, für das Fest auf die Beine zu stellen. Und die Schwierigkeit war ein bisschen am Anfang, dass wir eigentlich gar nicht recht gewusst hat, wie der Anlass müsste herkommen, also was da alles beinhaltet. Und man hat sich dann einmal zusammengesetzt im 09, so um sich Gedanken machen in einem kleinen Kreis, vor allem mit den Trachtenleuten Wirisau, was das Fest am Schluss eigentlich könnte sein. Man hat dann gesagt, man möchte es ein bisschen grösser machen, wie nur über die Gruppe Wirisau und die Kantonalvereinigung. Und ist dann auf die Idee gekommen, dass wir in dem Leben erzählen. Weil wir hier ganz nah eigentlich bei der Berner Grenze sind, hat man gefunden, dass man noch den Kanton Bern als Gastkanton in einem Napf, wo die Nächsten sind von uns, bis aber auch ins Berner Oberland, dass sich da teilnehmende Gruppen eigentlich abzeichnen. Und nicht nur einfach eine Hölbe machen, wo man sagt, ja, mal zu uns hin, dann ist es hier sehr schön gewesen, ist ein gutes Fest gewesen, sondern man will, dass es ein bisschen nachhaltig wirkt. Und zu dem Zweck hat man dann wirklich auch die IDTK eingebunden. Man hat nachher sich Gedanken gemacht, wegen neuen CD zu produzieren. Man hat das in die Wege geleitet und wir dürfen mit Stolz heute aufzeigen, dass wir gerade zwei neue CD-Produktionen können vorstellen können an diesem Förderungsbetrieb in dieser Trachtengruppe oder diesen Trachtenleuten will ich auch. Und dass wir doch müssen versuchen, den Aufwind, der in der Szene im Moment eigentlich herrscht, dass wir den mitnehmen können und vor allem auch für die Jungen einen rechten Bestandteil bilden hier an diesem Fest. Das ist uns eigentlich gelungen. Wir haben eine sehr gute Resonanz auch bei diesen Jugendgruppen in dem Gebiet, wo wir uns hier jetzt bewegen. Und wir haben noch einen weiteren Höhepunkt, wo wir dann nachher noch hören davon. Es gibt nämlich eine neue Kantonalfahne. Und eine neue Kantonalfahne, das ist nicht etwas, wo man einfach so irgendwann beschließt und zum Boden ausstampft und nachher laufen mit dieser Nummer, sondern das ist ein Prozess. Und der Prozess hat stattgefunden und wir haben gesagt, der Prozess, den tut man ganz zielgerichtet eigentlich auf das Fest ausrichten. Und da haben wir Freude, dass auch das gelungen ist. Wir hören das nachher vom Kantonalverband, also von dieser Seite her, wo man da sich Gedanken macht. Das wäre so ein bisschen das. Als Einleitung, so der grobe Festablauf, hat man euch im Brief schon mitgeteilt. Dann hat sie in der Pressemappe noch ein bisschen mehr Detail. Wir rechnen mit einem grossen Anlass auf dem Platz, will ich sagen. Wir haben aber auch, und da dürfen wir stolz sein drauf, eine gute Infrastruktur. Das haben wir schon verschiedentlich festgestellt. Wir haben unser Festgebiet eigentlich konzentriert auf vor allem das Städtchen selber am Samstag. Plus Festhalle Areal mit der Bildung von einem Trachtendorf, wo wir dort hinten eigentlich einrichten, wo so ein bisschen das Festzentrum eigentlich sein soll, zusammen mit dem Städtchen, wo vor allem am Samstag eine super Kulisse wird gelten für das Tanzfest. Das wäre so meine Einleitung. Jetzt würde ich gerne
in meinen Mitbestreiter von diesem Teil hier das Wort geben. Und ich fange mal an, denke ich, bin Hans Erni als Co-Präsident von der Luzerner Trachtenvereinigung. Ich darf bei dieser Gelegenheit noch Beatrice Frick, die eigentlich heute oben auch da wäre. Sie ist gespendet, aber sie ist mit Fieber im Bett und sie ist entschuldigt. Hans, du hast das Wort. Edwin, danke vielmals für das Wort. Ich möchte euch alle in meinem Namen von der Luzerner Trachtenvereinigung auch ganz herzlich begrüßen. Vor allem auch meine Vorstandsgespendel, die noch hinter euch sitzen, plus auch Leute von Willisong, die schon sehr stark engagiert haben und sich ins Zeug gelegt haben, wie ich hier sind und jetzt einfach so in der hinteren Reihe mühen oder dürfen hocken. Das soll nicht wertend sein, sondern es ist einfach aus der Konstellation heraus nicht, dass es so ist. Sie haben schon bald mehr gemacht, als ich persönlich für das Fest. Also im Hintergrund haben wir auch etwas da. Wie gesagt, ich bin seit kurzem Co-Präsident der Luzerner Trachtenvereinigung. Die Luzerner Trachtenvereinigung ist ja, der Name sagt schon, die Vereinigung der Luzerner Trachtengruppen. Und das sind über 50 im Kanton. Und von diesen 50 Trachtengruppen haben noch etwas über 30 Gruppen, haben sogar noch einen Chor. Also die singen auch noch und das aktiv pflegen. Dann muss ich noch eine Ergänzung machen, die Edwin vorhin gesagt hat. Du hast gesagt, es gäbe nur bei den Tanzleuten so eine Innerschweizer Tanzkommission. Das stimmt natürlich selbstverständlich, aber das ist nicht abschließend, sondern das gibt es auch noch bei der Jugend. Die Eikocke, wie wir dem sagen, die Innerschweizer Kommission, Arbeitsgruppen eingeteilt, eigentlich innerhalb des Vorstands. Jedes hat so ein bisschen seine Charge dort drin. Das ist einerseits für das Tanzen, wo Rita Müller zuständig ist. Für das Singen ist eine Arbeitsgruppe, der Doris Fuchs zuständig. Kind und Jugend ist Cecil, der gerade am Fotoapparat ist. Und dann auch die Trachtenkommission, noch Sagi Limacher, der rechts neben mir sitzt. Sie leiten die Arbeitsgruppe leiten, immer mit dem Ziel, in den Luzerner Trachtenleuten etwas an Weiterbildung, etwas für die Luzerner Trachtenleute zu tun, was nicht unbedingt gruppenspezifisch kann sein, sondern eben in einem grösseren Gremium innerhalb der Luzerner Vereinigung. Zusätzlich möchte ich noch sagen, sind wir natürlich auch das Bindeglied zu der Schweizerischen Trachtenvereinigung. Das gibt es ja auch noch. Es gibt jeder Kanton und jeder Hauptkanton hat eine kantonale Vereinigung und wir sind eben Luzerner dazu. Also ein bisschen, damit man das irgendwo ein bisschen einordnen kann im schweizerischen Umfeld. Wir haben ja seit dann recht herzlich begrüßen im Namen der Trachtenleute Elisabeth natürlich. Ich bin seit 6 Jahren Präsident in diesem Verein. Und ich werde vielleicht ein bisschen in die Geschichte eingehen. Aber wie gesagt, unsere Gruppe ist im 27 gegründet worden. Also da hat es noch die Trachtengruppe Willisau Stadt hat es da geheissen. Und im 1937 hat man noch die Trachtengruppe Willisau Land gegründet. Also sie sind da ein bisschen gegeneinander gewesen, offenbar. Und irgendwann haben sie dabei gesehen, dass sich was zusammentun, wo offenbar sind die Gruppen da ein bisschen am Abgrund gewesen. Und dann hat man sich eben 1950 hat man sich zusammengetan. Und 1957 waren 11 Mitglieder gewesen, also recht wenig. Und 1986 hat es bereits schon 100 Mitglieder gehabt. Also da konnte ich natürlich noch nichts dazu beitragen. Und der jetzige Stand ist noch 142 Mitglieder plus 25 bis 30 Kinder. Im 1987 hat man den Namen geändert. Seitdem heisst man Trachtenleute Willisau. Und eigentlich erst im 97 haben wir Statuten gegeben unserem Verein. Vorher ist es offenbar gegangen ohne Statuten. Die von der ITTK, sie haben ja einen grossen Teil, den sie eigentlich bestreitet an diesem Fest. Ich denke da vor allem, der Freitag oben ist eigentlich der Zentralschweizer oben, haben wir in dem gesagt, wo die ITTK grundsätzlich organisieren. Und vor allem ist es nachher auch der Samstag mit dem Tanzfest in dem Städtli. Und eine besondere Herausforderung ist, für die Choreografie zu machen, die das braucht, da für die Polonaise und das Tanzfest. Ich bin selber gespannt, wie das daherkommt. Rita, du kannst uns ein bisschen erzählen. Ja, der Freitagabend, der 1. Juni, ist unser Zentralschweizer Abend, wo wir die neue CD5 taufen wollen. 1991 ist die erste CD entstanden mit Innerschweizer Trachtentanz. Und im Abstand von etwa 5 Jahren sind da immer weitere dazugekommen. Und eben dieses Jahr sind wir bei der 5. angelangt.
Vor ca. 2 Jahren hat ein Mitglied von der Innerschweizer Kommission die Idee, also ist mit die Idee gekommen, eigentlich wäre etwa wieder eine 5. CD nachher. Und wo der Willi so gesagt hat, sie wollte ein grosses Zentralschweizer Trachtenfest organisieren, hat wir gefunden, das würde ja super dazu passen. Und Willisau hat uns auch aufgenommen und gesagt, ja, ihr dürft das machen, den Innerschweizer oben mit dieser CD-Taufe. Das ist gesund leicht an, darum hat man den Mittwoch dann noch angehängt an dem Fest. Und es ist zugleich der schweizerische Tag der Tracht. Und man hat gesagt, man will diesen Tag auch noch nutzen, an dem Fest. Und man hat sich Gedanken gemacht, was man aus diesem Tag machen könnte. Man hat auf so einen Handwerkermarkt einmal eingeladen, um zu schauen, was so etwas würde bringen. Wir haben gemerkt, dass man dort sehr viele Möglichkeiten hätte. Aber wir haben gesagt, wenn wir es dir zeigen, es ist etwas Spezielles. Altes Handwerk war immer wieder gern. Es sind auch Handwerke, die uns bei den Kindern, Jugendlichen heute gar nicht mehr gekannt sind. Also gehen teilweise auch verloren. Dann haben wir die Idee gehabt, wir könnten doch unsere Schulen einbeziehen. Wir sind an die Schulleitung gelangt, die Lehrerschaft von Willisau, und sind dort auf offene Ohren gestossen. Also die Lehrerschaft war begeistert von dieser Idee, dass wir in den Kindern, in den heutigen, die nicht mehr grosse Ahnung haben von diesen Sachen, das in Unterrichtsform, also mit einer Projektarbeit, eigentlich können, vermitteln, was das alles gegeben hat früher. Wir haben das ein bisschen müssen organisatorisch speziell lösen, indem wir müssen jetzt halt den Kinderteil ein bisschen reservieren. Am Ende Februar waren die schon dran, die haben angefangen mit der... Einfach was vorbeigeht. Wir tun auf dieser Route von 1,6 km Länge, tun wir gerade von allem Anfang an, von der 1 an, am Sonntag, tun wir die Umzugsnummern aufstellen. Das heisst, wenn wir irgendeine Trachtentanzgruppe haben, wo jedes Nummer 17 ist, irgendwo der, wo sie positioniert ist, hat die Möglichkeit, dort bereits in dem Publikum, das wartet, bis der Umzug losgeht, ihre Darbietungen zu machen. Wir haben verschiedene Leute, die Darbietungen werden machen, unterwegs an dem Umzug. Und diese Möglichkeit, die kann man dann schon geben, bevor der Umzug eigentlich an 2 durchstartet. Das hat einen grossen Vorteil, dass wir die Besuchermasse können verteilen, dass die Leute, die an dem Umzug teilnehmen, ihre Darbietungen können präsentieren während dem Umzug, aber auch schon vorher. Und es hat noch den grossen Vorteil, dass wir viel schneller eigentlich rum sind mit dem Umzug. Jeder sieht alles. Und von dort her haben wir wirklich eine gute Lösung gefunden. Es ist ein bisschen speziell, es hat es, glaube ich, auch schon an einem Ort gegeben, aber da könnte man es eigentlich nicht. Wir sind gewappnet auch auf einen grossen Ansturm. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, es wäre perfekt, wenn wir etwa 40 Nummern hätten. Wir haben in der Vergangenheit an diesen Festen gespürt, dass das Bedürfnis nicht mehr an einem Ort so gross ist, für diesen Umzug mitzumachen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, es könnte ja gut sein, dass man am Schluss noch müsste gewisse Vereine auch anfragen, ob sie nicht mitlaufen würden. Und wir sind zu unserer grossen Überraschung bereits eigentlich schon mit diesen 40 Nummern eingedeckt und sind natürlich gerne bereit, auch die einen oder anderen zusätzlich noch zu nehmen, weil wir wirklich auf dieser langen Route ja gut können die auch platzieren und verteilen. Das wäre das, wenn wir im Moment etwa drinnen stehen. Wir sind gespannt, was alles noch reinkommt. Wie gesagt, wir haben den Samstag oben, der einen Wettbewerbscharakter hat, den haben wir auch ausgeschrieben. So ein bisschen mit speziellen Darbietungen, ihr seht das auch in der Dokumentation, was wir dort erwartet haben. Und bereits dort sind wir eigentlich mit mehr Anmeldungen überhäuft worden, weder als wir eigentlich können erwarten. Also wir haben auch dort gespürt, auf viele Sachen wollte man kommen, auf viele Sachen wollte man sich zeigen. Und vor allem der Umzug jetzt, weil der Anmeldeschluss am letzten Tag vom Februar war, haben wir gespürt, auf viele Sachen wollte man kommen. Es laufen jetzt die Anmeldungen in die Gruppen raus, also die Leute, in der Gruppe, in dem ganzen Einzugsgebiet, können ihre Festkarten erstellen als Verein. Dann haben wir so einen Anhaltspunkt, dafür, was sonst noch Teilnahme generiert, aber wir sind eigentlich sehr zuversichtlich. Ganz neu haben wir jetzt auch noch eine Gruppe aus Niederösterreich, wo dann eigentlich der Anlass sogar, wo dann schon einen internationalen Charakter eigentlich gibt, und da freuen wir uns auch drauf,
dass wir eine Schuhplattlergruppe hier aus Niederösterreich können, noch gewinnen, die gerne zu uns auf viele Sachen. Das sind so ein bisschen die Hauptpunkte, die ich jetzt gerne eigentlich mehr oder weniger abschliessen möchte, was wir hier euch zu erzählen haben. Mir wird eigentlich an dieser Stelle jetzt hier als Hochpräsident von dem recht grossen OK noch Danke sagen. Das sind vor allem die Leute von der Kantonalvereinigung, die Leute von der ITTK und alle die Leute von der Trachtenbörse, die wir hier sehr eng miteinander haben dürfen zusammenarbeiten und ein hervorragendes Einvernehmen haben. Und ihr seht, wir wollen sich überall und bis ins letzte Detail auch einheitlich geben. Darum tut man auch den OK-Präsident in der Tracht kleiden und der kommt nicht mit der Krawatte, dass man auch sieht, der gehört auch dazu und der ist nicht irgend einfach ein anderer. Das ist einfach noch speziell. Ich bin selber einmal irgendwie so bis zum Alter von 22 in der Trachtenszene aktiv gewesen. Und dann hat so die Jodlerei gewechselt und dann später in die Politik. Und jetzt habe ich wieder eigentlich dort, wo ich angefangen habe, geht es jetzt wieder weiter. So tut sich die Geschichte manchmal wieder wiederholen. Aber es ist eigentlich immer noch das gleiche Gefühl, wenn ich es durchlebt habe, dass man einfach eine riesengroße Gemeinschaft ist in der Trachtenszene, wo alle einander helfen, wo wir unkompliziert zusammenarbeiten. Und das macht es doch interessant. Es mag es dann auch verleiden, wenn einmal etwas in die Hose geht, wenn wir nicht alles Profi sind, aber da spürt man wirklich, dass man einander unterstützt und hilft. Und das ist das Ziel, dass wir das durchtragen können bis zum Fest, auch über das Fest raus. Die Nachhaltigkeit kann ich eigentlich behalten, die wir uns erhofft haben. Und damit wäre ich eigentlich am Schluss, würde gerne euch noch einmal Danke sagen, dass ihr euch interessiert habt für unseren Anlass, dass ihr darüber berichtet. Und wenn jetzt noch Fragen wären, wären wir eigentlich gerne noch da. Und sonst würden wir dann nicht verlängern und uns auch hier im Apero noch hingeben. Ich habe zwei Fragen, und zwar Teilnehmer, wie viele sind das insgesamt? Trachtenleute, die am Samstag da... Nein. OK-Präsident vom Zentralschweizerischen Trachtenfest. Ja. Edwin, da haben wir den Edwin Hauer, er ist OK-Präsident vom Zentralschweizerischen Trachtenfest, das in Willisau stattfindet. Edwin Heller, was ist der Grund für das Fest? Der Grund von dem Fest ist eigentlich, dass wir zwei Jubiläen feiern. Zwei Jubiläen, die eigentlich genau gleich alt sind. Also zwei Vereine, die genau gleich alt sind. Nämlich zum einen unsere Trachtenleute Willisau, der grösste Trachtenverein im Kanton mit über 140 Mitgliedern. Und zum anderen die kantonale Vereinigung, die Vereinigung von allen Trachtengruppen vom Kanton. Die beiden Organisationen, Trachtenleute Willisau und die Trachtenvereinigung, werden 85 Jahre alt. Wie sind die Vereine eingebunden? Wie sind die kantonal organisiert? Es ist eben so, dass die Vereine eigentlich in dieser kantonalen Vereinigung zusammengebunden sind. Dort ist vor allem die Aufgabe dieser Kantonalvereinigung, dass wir das Kurswesen dort organisieren. Wir dort Trachten-Tanzkurs organisieren. Wir dort singen. Tag organisieren. Es gibt auch Singfest, es gibt auch Chorfest, wo wir mit Bewertungen arbeiten. Das läuft eigentlich alles über die kantonale Vereinigung ab. Wie ist man jetzt an die Planung von dem Fest angegangen? Ja, die Planung ist ein bisschen speziell verlaufen, indem das Trachtenleute Willisau etwa im Herbst 2009 sich Gedanken gemacht haben, wie sie ihr Jubiläum feiern wollen im 12. Und zu dem Zweck hat man sich einmal zusammengesetzt und hat mich einmal gefragt, ob ich allenfalls, wenn man dann würde, ein grösseres Fest machen, auch ein OK helfen zusammenstellen und das OK auch präsidieren. Ich habe gesagt, ich würde das gerne machen. Wir haben sich nachher Gedanken gemacht, was man an diesem Fest alles bieten will. Und in dieser Zeit, in der man sich da ein bisschen zusammengesetzt hat, ist man auch dazu gekommen, dass wir das Jubiläum gemeinsam feiern mit der Luzerner Vereinigung, die ja genau gleich alt ist. Und dann hat man das angefangen zu koordinieren und hat es auch eigentlich im Jänner 2010 konkret zusammenstellen mit allen diesen Vertretungen von der Luzerner Vereinigung, aber auch von den Trachtenleuten, vor allem aus dem Vorstand der Trachtenleute, aber auch aus den Gruppen selber. Du hast gerade so eine Anschlussfrage. Wer ist denn eigentlich eingeladen? Wer kann kommen? Kommen können eigentlich alle die Trachtenvereine in dem Gebiet von der ganzen Zentralschweiz.
Das sind die drei Urkantone plus Zug und Luzern. Und dann ist noch etwas speziell, weil wir hier zu Willisau so noch an der Grenze sind zum Kanton Bern und auch sehr gut zusammenarbeiten mit diesen Gruppen vom Oberaargau und vom Emmental, hat man gefunden. Wir wollen den Kanton Bern noch als Gastkanton einladen. Und alle diese Gruppen können an diesem Fest teilnehmen, irgendeiner Form, entweder nur als Besucher oder auch als Gruppe, die irgendwie einen Auftritt machen bei uns. Wie viele Gruppen sind das? Wie viele Besucher, wie viele Leute erwarten ihr? Es ist noch schwierig, wir haben uns Gedanken gemacht, wie viel das sein könnte. Also wir rechnen im Moment etwa mit 20'000 Besuchern. Es könnte durchaus aber auch einiges mehr sein noch. Das könnte 5'000 bis 10'000 mehr sein, wenn man einen super Sonntag verwünscht an diesem Umzug, wie man es vieles auch schon erlebt hat. An einem Jodlerfest im Jahr 1979, wo man wirklich überrennt worden ist von Zuschauerinnen und Zuschauern. Und wenn er so etwas eintrifft, dann können es gut und gerne ein paar Tausend mehr sein. Und Gruppen, die mitmachen, wie viele aktive Leute, also das Fest gestalten? Also wir rechnen insgesamt etwa mit 1500 Leuten, die hier das Fest häufig gestalten. Davon sind etwa 1200 am Samstag hier und der Rest wäre dann eigentlich am Freitag oben. Plus Samstag oben. Der Samstagnachmittag mit dem Tanzfest im Städtli, das ist ein bisschen die Spezialität der Luzerner, wo eigentlich ja wirklich einen Haufen Leute Platz haben. Ich glaube, wir müssen mit Ihnen mal unterbrechen. Dann schaffst du es. Hauer, wie will man das erreichen, ein nachhaltiges Fest? Ein nachhaltiges Fest wollen wir erreichen, indem wir nicht nur ein Fest sind, das einfach ja, eine grosse Festerei stattfindet, sondern dass man irgendetwas hat, wo man sich nachher zu Willisau wieder daran erinnert. Im Gebiet von den Leuten, die wir einladen, aber auch am Platz selber. Das heisst, wir haben uns Gedanken gemacht, wie das man das machen könnte. Und man hat sich dann zusammengetan mit der Innerschweizer Trachtentanzkommission, die über diese Kantone organisiert ist. Und daraus ist entstanden, dass wir zwei neue CD-Produktionen eigentlich hier präsentieren können. CD für Kind und Jugend, da sind wir vor allem stolz drauf, aber auch eine CD für Erwachsene. Und das andere ist, und das ist wahrscheinlich ein bisschen der Höhepunkt auch von dem ganzen Fest, dass man die Kantonalvereinigung, die 85 Jahre alt wird und immer noch die erste Fahnen eigentlich hat, dass es dort eine neue Fahne gibt. Und die Fahnenweiche findet zu Willisau an dem Jubiläum statt. Und ich glaube, das ist etwas sehr Nachhaltiges. Über Generationen denke ich jetzt nachher wieder. Das ist der Höhepunkt, die Fahnenweiche. Und wenn man jetzt aber das ganze Fest anschaut, was habt ihr so für Programmpunkte, wann fährt es an? Anfang tut das eigentlich am Freitag oben. Das heisst, dort ist der Innerschweizer oben, wo die CD getauft wird, wie ich schon gesagt habe. Innerschweizer Trachtentanz, das Nummer 5. Dazu tun alle die Musikformationen, auf dieser CD zu hören sind, hier spielen. Dazu hat es aus allen Innerschweizer Kantonen Gruppen, die bereits Tänze aufführen, die auf dieser CD getroffen sind. Das ist das zum Freitag. Am Samstag haben wir den Start am 11. mit dem eigentlichen Vorbereitungsfest hier auf einen Nachmittag, wo verschiedene Gruppen sich auf einer freien Bühne oder auf freien Bühnen können zeigen. Und am Nachmittag ist das grosse Tanzfest, wo man dann wirklich etwa 1200 Leute, Trachtenleute mit Kind und Erwachsenen, alles bunt gemischt, gruppenweise teilweise, kantonsweise teilweise. Das ist eine ganz spezielle Sache. Da gibt es eine Choreografie für eine Polonaise, die im Städtli stattfindet. Also das muss man sicher gesehen haben. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn noch niemand ein Trachtenfest gesehen hat. Da gibt es ja auch noch den Mittwoch. Der Mittwoch ist insofern auch noch wieder ein bisschen speziell, dass wir dort einen Handwerkermarkt zeigen. Und zu dem Zweck haben wir uns organisiert mit den Schulen von Willisau. Wir haben mit den Schulleitungen mal Kontakt aufgenommen und haben geschaut, ob das ein Bedürfnis wäre, in den heutigen Kindern, die vom alten Handwerk nicht mehr grosse Ahnung haben, das alte Handwerk zu zeigen. Wir haben dort sehr gute Echo von der Lehrerschaft und wir finden das heute eine super Idee und tun das im Rahmen von einer Projektarbeit in diesen Kindern. Eigentlich zeigen in Unterrichtsform am Mittwochvormittag und am Mittwochnachmittag ist der Markt dann öffentlich und am Abend als Abschluss quasi der Märttanz mit einer Show-Einlage von 1.3., wo dann das Festladen ausklingen gegen Frohen Leichnam vom Donnerstagmorgen. Und jetzt noch ganz kurz zum Sonntag. Was ist am Sonntag geplant?
Sonntag ist, wie ich schon gesagt habe, die Trachtenweiche, die Fahnenweiche, wo wir jetzt die neue Fahne weichen. Dann ist es so, dass wir am Sonntag auch den eigentlich Tag oder den Anlass nennt, für unsere Sponsoren einzuladen und den Sponsorenapparat mit dem Bankett nachher durchzuführen. Plus nachher einen auch von den Höhepunkten sicher, vor allem der Publikumsmagnet, gehen wir mal davon aus, der grosse Festumzug am Nachmittag. Und am Morgen, am Abend? Am Morgen mit den Kindern, das ist ja der Morgen. Das ist der Morgen, ja, die Fahrt. Edwin Heller, und die persönliche Motivation, was haben Sie selber mit den Trachten am Hut, sprichwörtlich am Hut? Ja. Also heute eigentlich nicht mehr direkt viel am Hut mit den Trachten, aber ich war mal zu Jugendzeiten in so einer Trachtengruppe dabei gewesen, habe die Zeit eigentlich auch sehr schön empfunden, vor allem die Unkompliziertheit und die Kameradschaft in dieser Szene. Und irgendwie hat man sich dann eben auch wieder erinnert bei den Trachtenleuten, weil ich so, dass ich dann einmal in dieser Szene ein bisschen tätig war. Und man hat mich dann natürlich vor allem aber auch als Stadtratsmitglied, der ja solche Aufgaben halt ein oder andere eben auch muss übernehmen muss, dann angefragt. Und ich habe das eigentlich insofern sehr gerne gemacht, weil ich vor allem begeistert bin von dieser Jugendförderung, von dieser Jugendszene, die wir jetzt so bei den Trachtenleuten haben. Das ist schweizweit sicher einmalig, die Jugendförderung. Und für mich war eigentlich das Hauptargument für die Jungen in der heutigen Zeit, wo die Volksmusik und das Volksbrauchtum wieder ein bisschen im Aufwind ist, für die Jungen etwas helfen zu organisieren. Das war meine Motivation. Danke vielmals. Gut, mal haben wir etwas. Da haben wir den Hans Erni von... Ja, ist gut. Hast du noch die neue? Wenn wir kommen... Hans Erni von Buddisalz, auch der hat mit den Trachten sprichwörtlich viel am Hut. Vorher haben wir überlegt, wie wir ein Interview machen sollen, mit oder ohne Hut. Mit Hut ist gut. Wir sind ja Co-Präsident von der Luzerner Trachtenvereinigung. Wie viele Vereine gibt es im Kanton Luzern? Also Trachtengruppen im Kanton Luzern gibt es etwas über 50. Tendenz eher ein bisschen abnehmend, weil es gibt einfach Gruppen, die vor allem in der Stadtnähe ein bisschen Mühe haben mit den Mitgliederzahlen. Und deshalb haben wir auch mehr spüren, dass es ein bisschen rückläufige Mitgliederzahlen gibt. Wie sind ihr jetzt organisiert im Kanton Luzern? Bei der Luzerner Trachtenvereinigung, wir sind der Zusammenschluss von diesen über 50 Gruppen. Wir sind organisiert eigentlich wie ein Verein. Wir sind ein Verein. Und innerhalb von dem Verein haben wir einen Vorstand, ganz einen klassischen Vorstand, mit dem Präsidium, mit Aktuar, mit Kassier. Und mit, was vielleicht ein bisschen speziell ist, mit Ressortleiter. Was gibt es da für Ressortleiter? Ja, die Ressortleiter sind abgeleitet eigentlich aus unseren Aufgaben, die wir haben, respektive aus der Zusammensetzung heraus. Das ist ein Ressort ist Tanzen, ein anderes Ressort ist Singen, ein drittes Ressort ist Kind und Jugend und ein viertes Ressort ist noch, weil wir ja Trachtenträger sind, auch die Arbeitsgruppe, Trachtenkommission eigentlich, wo fürs Trachten zuständig ist, dass die richtig und sauber gedreht werden. Und schweizweit, wie sind da verknüpft? Wir sind ja, wie gesagt, die Luzerner Trachtenvereinigung. Es gibt ja auch eine schweizerische Trachtenvereinigung, wobei wir Mitglied sind dort. Jedes Mitglied, das in einer Ortsgruppe ist, ist über die Ortsgruppe, über die kantonale Vereinigung und der Heet zu der schweizerischen Trachtenvereinigung verknüpft und so auch organisiert, wo Meldungen nach oben und nach unten so fliessen können. Jetzt einer der Höhepunkte des Festes, weil ich nicht gar sogar der Höhepunkt, ist die Weihung der neuen Fahnen. Wie sind ihr jetzt an das hingegangen? Ja, wir haben uns im Vorfeld überlegt, das Bedürfnis der neuen Fahne ist so zustande gekommen, dass man gesagt hat, die alte Fahne ist einfach ein bisschen mitgenommen. Sie ist nicht mehr ganz schön weiss. Es hat einmal eine Revision gebraucht, wie man sagt. Wobei bei einer Fahne ist das nicht ganz einfach natürlich. Und andererseits hat man das Gefühl gehabt, die alte Fahne ist ja seit 87 dreht man die bei uns voran. Und man hat das Gefühl gehabt, so nach 25 Jahren wäre es ja wahrscheinlich nicht abwegig, auch einmal etwas Neues zu denken. Und durch das, was Willi so das Fest so organisiert, ist das, haben wir uns das zum Anlass genommen und eigentlich gesagt, das ist doch unser Zeitpunkt, genau dort, wenn wir unsere neue Fahne präsentieren dann auch und haben für das, dass die Fahne zustande gekommen ist, eine Arbeitsgruppe gegründet im
Vergangenheit und die Arbeitsgruppe hat Schritt für Schritt eigentlich sich an das Projekt hineingewagt und eigentlich nach und nach ist die neue Fahne so entstanden mit den Ideen von den Leuten, die dort mitgearbeitet haben. Ja. Und kurz zu den Einweihungen, wie findet das statt? Wie? Entschuldigung, die Einweihung, ja. Die Einweihung, in welchem Rahmen das stattfindet? Ja, die Einweihung findet an dem Sonntag, am 3. Juni, am Festgottesdienst statt. Dort haben wir am 9. vor dem Festgottesdienst da, wo die neue Fahne noch eingetragen wird. Voraus geht dort natürlich noch die alte Fahne, aber die neue Fahne wird uns eigentlich als Geschenk gebracht. So viel darf ich da glaube sicher verraten. Und mit einem würdigen Einweiheakt tut man die nachher einsegnen dort. Und wenn der Festgottesdienst vorbei ist, kommt man dort nachher mit den neuen Fahnen als erstes zu den Kirchen ausgehen, wo auf den Augenblick freuen wir uns natürlich im ganzen Kanton ganz speziell. Danke vielmals. Haben wir noch spezielle Fragen? Ja. Wie viele Mitglieder gibt es im Kanton Luzern? Die Luzerner Trachtenvereinigung hat etwa 1750 Mitglieder gegenwärtig. Und wie gesagt, schon, das sind etwa gut 50 Gruppen. Wobei ganz speziell hier dran ist sicher die Gruppe Willisau. Das ist unsere die grösste Gruppe, also unsere von der Luzerner Trachtenvereinigung aus, mit weit über 100 Mitgliedern. Das ist schon etwas speziell hier. Es klingt ihnen auch sehr gut, in der Nachwuchsförderung etwas zu machen dort. Und es ist nicht umsonst, dass das Fest auf Willisau gekommen ist. Das sind aktive, ganz aktive Leute, die sich wirklich auch beteiligen und immer dabei sind. Also an denen haben wir wirklich sehr Freude. Ja, das ist ihnen ihr Privileg, eigentlich, so etwas zu organisieren. Und andererseits, dass wir hier für unseren Geburtstag mitfeiern dürfen, und finden wir uns ganz speziell hier dabei. Danke vielmals. Gut. So weit hätten wir es. Ja. Haben die noch etwas gerade im Hinterkopf? Die Frage, wer führt durch den Abend zum Beispiel? Ja, genau. Was passiert im Städtli? Ich glaube, da irgendwie. Ja, was dort? Genau, ja. Ist das das, was ihr gesagt habt, was im Städtli passiert? Ich habe mir eben das Stichwort aufgeschrieben. Also, ich weiß nicht, ich kann Ihnen auch ein Programm geben. Ja, ja, aber wissen Sie, ich kann das Programm einblenden. Also das am Samstag Nachmittag? Mhm. Also, führt durch den Abend. Was ist auf der CD drauf? Vielleicht ist auch so eine Frage, was passiert im Städtli? Und einfach eure Funktion, was eure Funktion als kantonale Tanzleiterin ist. Mhm. Ist gut. Ja. Ja. Nein, aber ich kann das nicht so gerne. Nein, kein Problem. Daheim kommt mir ja alle Sinn, was ich erzählt habe. Du kannst dir noch ein bisschen überlegen. Du kannst dir schon noch ein bisschen überlegen, was du sagen möchtest. Welche Funktionen im Fest zu der CD, das sind so etwa die Bereiche, die ihr jetzt vorgestellt habt, oder? Ja. Von Sempach Station? Ja. Bin ich heute gewesen. Okay. Dann stellt man alles ganz genau ein, wegen der Schärfe. Da haben wir Rita Müller, kantonale Tanzleiterin. Tanzleiterin, ja? Okay. Ich kann es eigentlich nicht lesen. Da haben wir Rita Müller, kantonale Tanzleiterin von Sempach Station im Sendegebiet von Telenab. Früher Lauteren, noch näher dran. Was ist jetzt genau eure Funktion? Als Kantonaltanzleiterin bin ich an diesem Fest in der ITTK integriert, in der Innerschweizer Kommission. Also alle kantonalen Tanzleiter schließen sich zusammen zu der Innerschweizer Kommission. Und dort haben wir die Aufgabe, den Zentralschweizer oben am Freitag oben vorzubereiten und auch das Tanzfest am Samstag Nachmittag. Jetzt gibt es ja speziell zwei CD-Taufen, die da durchführen. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist auf diesen CDs drauf? Also die Erwachsenen-CD, das ist bereits die 5. Innerschweizer CD von Trachtentanz. Dort drauf sind 22 Stück Musik von 5 verschiedenen Formationen aus der Innerschweiz. Aus dem Kanton Luzern ist das Trachtenmusik Rausmu, die drauf darf spielen. Das sind Musikstücke, wo man nachher an der Probe dazu kann Choreografien einüben und die Tänze einüben zu diesen Musikstücken. Genau das Gleiche ist bei der Kinder-CD. Auch dort drauf sind
mit fünf verschiedenen Formationen Musik getroffen, wo wir dann nachher auch brauchen zum Einüben für die Choreografien. Wie muss man sich das vorstellen, so eine CD? Sind da Tanzschritte irgendwie aufgeführt auf einem Beiblatt oder wie sieht das aus? Das ist ja nur Musik, oder? Das ist nur Musik auf der CD, genau. Aber dazu gibt es Tanzbeschreibungen. Zu jedem Tanz gibt es eine Tanzbeschreibung. Man nennt das eine Choreografie. Und dort sind die Schritte drauf mit den Zeichen und dem Text, dass man das nachher alle Gruppen einigermaßen gleich machen. Genau. Wäre das nicht eine Idee, wenn ihr so ein Video machen würdet? Wäre ja viel einfacher, könnte man es anschauen. Ja, das gibt es manchmal, dass man an Kurs das auf Video aufnehmen. Also das ist meistens persönlich. Und die Diskussion ist natürlich schon, dass man das auch im grösseren Rahmen auf Video machen und auf Video aufnehmen. Jetzt habt ihr ja noch einen speziellen Abend. Wer führt da durch? Ein paar Worte dazu. Ja, das ist der Freitagabend, unsere CD-Taufe. Durch den Abend führt der Sammy Studer, bekannt aus dem Radio. Die CD taufen wir dort. Taufen. Wir zeigen dort den Tanz davon zeigen, aufführen. Mit verschiedenen Kantonalgruppen. Also jeder Innerschweizer Kanton kommt mit einer Kantonalgruppe an diesem Abend und dort seine Tänze aufführen. Also natürlich zeigen wir nicht alle. Es soll auch noch ein Geheimnis sein, aber einen Teil davon zeigen wir an diesem Freitag zu Abend. Recht herzlichen Dank. Ist gut. Leo. Von wo sind ihr jetzt? Von Willisau. Von Willisau selber, nicht irgendwie von einem Quartier oder so. Gegen den Stock in Brenner. Dort bin ich aufgewachsen. Ah ja. Also die Flure. Also. Ja. Perfekt. Aber du kannst ein bisschen mehr Distanz noch. Was mehr? Ich kann ja ein bisschen Distanz. Ja, hast du ein bisschen mehr, dass man noch ein bisschen hindern kann. Das kann ich noch mehr. Ah ja, ist gut, ja. Oder einfach so. Jawohl, genau. Also, wolltest du drauf? Nein, ich kann nicht drauf sein, wie immer. Also warte mal, machen wir es geschwind. Wie immer. Hier neben mir ist der Leo Ambio, einer der ganz wesentlichen Leute an diesem Fest. Von den Trachtenleuten Willisau. Und ihr habt auch eine herausragende Stellung. Trachtenleute Willisau haben wir gerade vorher gehört vom Hans Erni. Hans Erni heisst er. Ist das? Ist gut? Da neben mir ist der Leo Ambio von Willisau. Die haben ja gerade. Okay. Da neben mir ist der Leo Ambio von Willisau. Die haben eine herausragende Stellung an diesem Fest. Und natürlich auch die Trachtenleute Willisau haben eine herausragende Stellung, wie wir vorher von Hans Erni gehört haben. Könnt ihr euch kurz vorstellen, den Verein? Also, wie gesagt, ich bin der Leo Ambio seit dem 1982 in der Tanzgruppe. Und bis jetzt 6 Jahre Präsident. Vorher war ich Rechnungsrevisor. Und ich habe richtig gefreut, dass ich das Präsidentenamt ausführen darf. So mit einer starken Gruppe am Rücken. Das macht mir richtig Spass. Es ist aber auch eine Herausforderung, das muss ich auch sagen. Weil da muss man eigentlich alltag immer dran sein. Ein bisschen kurz zu der Geschichte. Wie lange gibt es eigentlich den Verein der Trachtenleute Willisau? Also der Verein wurde gegründet am 1927. Und der ist dort in den 30er, 40er Jahren ein schweres Jahr gehabt, also fast zum Fall gewesen. Und da muss man noch sagen, es hat eine Trachtengruppe Willisau Stadt gegeben und eine Willisau Land. Und in den Krisenjahren hat man sich zusammengetan, hat man einfach eine Trachtengruppe gehabt. Und da ab so 1960 hat sie den Aufwind bekommen. Und ich darf sagen, heute haben wir eine stolze Zahl von 142 aktiven Mitgliedern. Wie der Hans Erni schon gesagt hat, der grösste Verein im Kanton Luzern. Jawohl, und da bin ich natürlich sehr stolz darauf, dass wir das sein dürfen. Ja. Wie macht ihr das, dass ihr genügend Mitglieder habt? Ja, das ist einerseits die Nachwuchsförderung und andererseits muss man halt immer dem Vorstand den Leuten sagen, bringe die Leute, ihr könnt Kolleginnen, ihr habt viele Kollegen, tönt die anspornen zum Mitmachen. Ihr müsst euch nicht zurückschrecken, wenn ihr Tracht da habt. Das ist ein Volksgut und dem müsst ihr stehen und darf ich auch dazu stehen. Ja, das Motto.
Zum Fest haben wir kein Motto. Nein, aber vorher haben wir gesagt, euch das persönliche Motto irgendwie. Aha. Unsere Aufgabe ist Freude. Also unsere Aufgabe, das tun wir schon sehr hoch gewichten, Freude in den Herzen von anderen Leuten schenken. Recht herzlichen Dank. Haben wir noch etwas vergessen? Der Verein der Trachtenleute Willisau, wie ist der organisiert? Also wir sind das dritte im Vorstand, also wir haben also nur eine Kasse, eine Aktuarin und einen Präsident. Und dann haben wir 6 Untergruppen. Da ist einmal die Kindertanzgruppe, die Jugendgruppe, die Erwachsenengruppe, die Dörgali-Gruppe, der Singchor und der Trachtenstamm. Und jede Gruppe hat einen Chef oder eine Chefin. Und die tut man etwa im Jahr zweimal durch den Vorstand die zusammennehmen und dann werden die Geschäfte ausgehandelt. Der Trachtenstamm, haben Sie vorher gesagt, der ist neu. Was hat der für eine Aufgabe? Der ist neu, den haben wir gegründet in 2000. Das sind Mitglieder, die eigentlich in diesen Gruppen nicht mehr aktiv mitmachen wollen. Aber dass sie die Fäden nicht verlieren zum Verein, hat man gesagt, kommen die wenigstens auch ein paar Monate zusammen, tun etwas unternehmen, zum Beispiel jassen. Oder wandern oder schauen etwas an. Und jetzt hat es so entwickelt, dass sie bei sämtlichen Festen, wie jetzt auch dem grossen Fest, der kommt, dass sie für die Dekoration zuständig sind. Und das tut unseren Verein selber sehr entlastet, dass wir diese Leute haben dürfen. Da sind wir sehr dankbar. Danke vielmals. Ja. Haben wir nicht so weit? Jetzt muss ich ein bisschen spontan sein. Ja, wir können es aus der Hand machen. Ja. 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 Ich gehe mir jetzt da noch ein bisschen rein. Automatisch, zack. Trachtenkommission. Ja. Ist gut. Also du möchtest schnell sagen, ja. Was das ist. Ich tue da noch ein bisschen durchlaufen. Und, ja. Jetzt ist mal auf uns beide. Ja. So. Ich muss immer machen, was er sagt. Das muss er gut überkommen. Das ist gut. Von Aschlis Matt. Ich bin mit der Trachtengruppe Aschlis Matt. Ich bin seit über 50 Jahren dabei. Ja, ich bin wahr. Da haben wir Dagi Limacher von der Trachtengruppe Aschlis Matt. Was ist euch ein Resümee? Wir sind hier ganz viele schöne Trachten. Jawohl. Das sind wunderbare Stücke eingekommen jetzt bei dieser Börse. Wir sind sehr froh. Und wir haben Sonntagstrachten, Werktagstrachten, Festtagstrachten. Es hat vom also wir haben nur Trachten angenommen vom Kanton Luzern. Das war die Voraussetzung. Da sind ganz komplett mit Hauben, mit Hut. Andere fehlen vielleicht Teile, aber das haben wir alles aufgelistet. Das ist alles genau aufgelistet, was da ist. Wieso führt man jetzt so eine Trachtenbörse durch? Und wieso gerade im Vorfeld? Weil es ein Bedürfnis ist, weil viele wollen ihre Trachten verkaufen. Manchmal sind es Erbstück und andere wollen etwas Günstiges kaufen. Und darum haben wir die Börse seit 7 Jahren ist keine mehr gesehen. Und jetzt haben wir einfach gefunden, jetzt ist der Zeitpunkt. Und im Vorfeld von diesem Fest ist es eine gute Gelegenheit. Dass man sich noch ein bisschen eindecken kann. Wenn man jetzt so gerade schaut im Hintergrund, was ist jetzt das zum Beispiel für eine Tracht? Das ist eine Luzerner Sonntagstracht mit den Trevira-Blusen, also etwas schon Neues. Die Seidenscheiben, die Stickerei ist auch sehr schön, die Fischü ist auch ganz gut. Und wir haben wirklich Trachten angenommen, die super und ganz sind. Ja, das war die Voraussetzung, wirklich. Und dann gehört da zum Beispiel ist der Hut dabei. Das ist alles genau aufgelistet. Jedes Teil, dass es kein Knusch gibt. Jede Kundin hat eine Nummer bekommen. Und die Nummer ist bei jedem Einzelstück auch drauf. Ja. Wenn jetzt jemand möchte neu einsteigen möchte, so in einen Trachtenverein, und jetzt hier möchte ich schauen an der Börse, wie viel muss man berechnen? Wie teuer ist so eine Tracht? Das ist ganz verschieden. Die sind geschätzt worden von unseren Trachtenschneiderinnen. Die hier zum Beispiel ist jetzt 500 Franken. Eine neue würde etwa 4'000 kosten. Komplett. Mit Schuhen, mit Socken. Einfach komplett. Und die ist jetzt 500, das ist ein Schnäppchen.
Und dann haben wir auch Bürger, zum Beispiel 200 Franken, je nachdem. Ja. Also es hat sehr, sehr manches super Schnäppchen dabei, bei diesen Trachten. Wie viel habt ihr jetzt da insgesamt, wie viel habt ihr etwa bekommen? Es sind etwa 190 Stück vollständige Trachten. Habt ihr mit so viel etwa gerechnet? Nein, nie. Es waren etwa 130 angemeldet gewesen, aber es sind Frauen gekommen, die haben 4-5 Trachten dabei gehabt. Und darum hat es sich so angehäuft, von der Menge her. Ja, wir haben nie damit gerechnet. Überkommen ist ein Teil. Jetzt muss man natürlich dann auch noch verkaufen, das ist ja eigentlich das Ziel. Wie sieht das aus? Wir hoffen, wir haben sehr viele Anfragen. Jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich ist es so ein bisschen aktuell gewesen von einer Börse. Dann hat man die Adressen gesammelt und die Leute vertröstet. Es gibt einmal eine Börse und dann können sie die kaufen. Und wir hoffen jetzt, dass diese Leute morgen da sind. Und wenn jetzt jemand nicht da sein kann, weil es eben vielleicht noch später das erst sieht, was gibt es da für Möglichkeiten, dass man zu den Trachten kommt? Es gibt Möglichkeiten, da werde ich wieder manches Telefon bekommen. Ich habe heute schon bekommen von Leuten, die ein Fischchen suchen, zum Beispiel ein Gestricknis und ein Filochiertes. Sie wollen sie kaufen, aber sie können morgen nicht da sein. Dann habe ich den Auftrag, ihnen morgen während der Börse oder nach der Börse, was übrig bleibt, die beiden Fischchen zu besorgen. Und wenn man jetzt euch anschaut, was habt ihr für eine Tracht? Ich habe die Entlebucher Festtagstracht, Oberamt. Ja. Und die ist im 1933 ist die kreiert worden. Ja. Danke vielmals. Also die ist angegliedert eigentlich an die Luzerner Festtagstracht. Mit dem Plissenschip und mit den grünen und roten Borden. Mit den grünen und roten Borden, das ist Amt Entlebuch. Drum. Und das ist die Kreitscheibe. Die Scheibe ist der Unterschied, die ist in Falten geglättet bei den Entlebuchern. Bei den Luzernern ist sie glatt. Ja. Gut. Festungstrachten hinten hat es auch noch. Oder, ja, das sind jetzt Sonntagstrachten, die das haben wir jetzt hier schon beschrieben. Ja, ja. Also, wir brauchen nur noch ein bisschen zum Dreischneiden. Das macht man nicht, die Frau ein Fünftel. Ja, aber das gehört. Wunderschön. Gut, ist gut. Was machen wir da? Also, das sind die verschiedenen Röcke, die man sieht, die Streifen, die sie haben, das sind die Borden. Amt Sursi hat zum Beispiel die Farbe rot, blau, weiß, rot. Amt Hochdorf hat zum Beispiel rot, blau, gelb, blau, rot. Das sind die Unterschiede, so wie das Entlebuch eben rot-grün hat. Das ist auch wieder so eine. Das ist eine ganz spezielle, die ist von Willisau. Das ist mit dem orangen, breiten Bord, wo auch das Oberteil diesen Farbton drin hat. Das ist wieder etwas ganz Spezielles. Warum kommt das von Willisau, die Farbe? Gute Frage. Das ist jetzt eine wirklich gute Frage. Aber das wird irgendwie mit dem Wappen oder mit irgendetwas wird das tun.